Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, ein Hallihallo, einen guten Abend, liebe Zuhörer. Kurz vor 20 Uhr am 22.07.2019. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitalk. Ich freue mich, dass ihr uns eingeschaltet habt. Heute zu Gast ist Dr. Andreas Unterweger und heißt es monoatomisches Gold. Ich selber kenne das Goldwasser, Silberwasser, was damit auf sich hat. Da werden wir gleich den Dr. Andreas Unterweger hier hören zu dem Thema, was er mitgebracht hat. Draußen an den Boxen nochmal, wir haben natürlich unser Telefon wieder freigeschaltet nach der gestrigen Sendung, wo so viele Menschen angerufen haben. Das tut mir leid, dass nicht alle durchgekommen sind gestern. Heute habt ihr wieder eine Chance zu einem anderen Thema, hier aktiv dran teilzunehmen. Ich gebe euch nochmal die Nummer bekannt. 0043 für Österreich, das Festnetztelefon aus Österreich. 720-518-19. Und die 7 findet ihr auch im Sendeplan. Steht die Nummer ganz, ganz groß. Und dann der Außenchat ist geöffnet. Habt ihr ein Konto? Dann könnt ihr direkt einsteigen in den Außenchat. Ansonsten oben rechts registrieren mit Wunschname, E-Mail und mehr Daten erheben wir nicht. Und Andreas Unterweger, Dr. Andreas Unterweger, hat heute folgenden Text mit reingebracht. Monoatomisches Gold als Nahrungsergänzungsmittel für bessere Stressbewältigung und mehr Bewusstsein. www.seinmensch.net. So steht es hier. Heute gibt es eine kurze Vorstellung über weitere Forschungsprojekte von Sei Mensch. Gaudi, Leben in Fülle, Elektrosmog und Körperharmonisierung. Klang, Puls, ja, www.seimensch.net. Ich schaue nochmal. Und es gibt heute, ja, das haben wir schon gelesen. Und somit haben wir eine kurze Zusammenfassung heute des Themas und jetzt ist er an den Boxen und ich mache mal liebe Grüße in die Steiermark. Da ist er, denke ich, zu Hause und sage guten Abend zu dir, Andreas. Ja, danke dir, Klaus. Vielen Dank für die schönen Einleitungsworte. Ja, Andreas, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen für die Menschen, die dich nicht kennen. Du bist ja schon ziemlich bekannt, zumindest hier in Österreich, aber alle kennen dich nicht und daher vielleicht nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Wer bist du, was tust du, was machst du? Ja, grüße euch da draußen, liebe Leute, die jetzt geschafft haben, als Okidoc einzuschalten oder in der Aufzeichnung danach anzuhören. Vielen Dank, dass ihr da seid. Also, wir managen ja den Verein Sei Mensch zu zweit. Das ist eben die Bianca Maria Emmerich und ich. Ja, hallo, ich bin auch da. Und wir sollen uns jetzt ein bisschen vorstellen. Mhm. Also, zu mir, also ich bin Bauingenieur und Wirtschaftsingenieur. Und immer stärker mache ich es mir zur Aufgabe, meine Berufung zu leben. Und das geht Richtung Bewusstseinsschaffung. Und mit unserem Verein, also wir haben ja vor ungefähr vor vier Jahren haben wir den Verein Gaudi, Leben in Fülle, gegründet. Also Bianca und ich. Und das hat sich jetzt weiterentwickelt, dass wir jetzt auch zusätzlich den Verein Sei Mensch betreuen. Und im Endeffekt, also ich habe im Endeffekt, mein Zugang ist ja ein technischer Zugang. Das heißt, von der Ausbildung her bin ich ein Techniker. Auch früher habe ich immer so diese Idee gehabt, ja, okay, es gibt schon mehr, als man sehen kann. Aber aufgrund der sehr guten Ausbildung, ja, hat natürlich viele Teile eine Art von weggebildet. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil dadurch habe ich jetzt von, wenn man so eine Skala hat, von, was weiß ich, auf der einen Seite total Technik und alles kann man erklären und auf der anderen Seite sehr spirituell und eigentlich wissen wir genau gar nichts, habe ich eigentlich sehr links gestartet und über die Jahre bin ich eigentlich immer weiter auf die andere Seite gekommen, habe aber im Endeffekt jetzt ein umfassenderes Bild und dementsprechend finde ich die Wissenschaft sehr nützlich, auch in der Spiritualität. Wissenschaft und Wissenschaft schafft Wissen. Und das ist so mein Zugang zu unseren Projekten. Ja, mein Name eben ist Bianca Maria Emmerich. Ich habe ursprünglich Musik studiert, Konzertfach Horn und IGB, also Instrumental- und Gesangspädagogik. Habe dann auch sehr viel unterrichtet und in Orchestern gespielt, bin sehr viel gereist, in die Welt gereist und habe viel gesehen. Ja, ich habe immer gewusst, dass Unterrichten nicht alles ist in meinem Leben und habe eben immer weiter geschaut, was da noch auf mich wartet
und habe dann ja, das Unterrichtsausmaß immer mehr reduziert. Jetzt bin ich gerade auf 12 Stunden in der Musikschule und habe dann zusätzlich Ausbildungen gemacht, angefangen von ja, mit Numerologie hat es begonnen, dann habe ich Energetiker-Ausbildung gemacht, dann Lebens- und Sozialberatung, bewegte Lebens- und Sozialberatung mit Yoga-Lehrer. Ja, und dann, ja, da habe ich dann ganz viele Seminare auch gemacht für Erwachsene und bin aber immer wieder zurück zu den Kindern gekommen, weil mir dieses Schulsystem irgendwie schräg vorgekommen ist und ich mir immer gedacht habe, das muss doch irgendwie besser gehen, das sollte irgendwie geschmeidiger funktionieren, das Lernen. Und ja, so bin ich dann zu der Arbeit mit den Kindern gekommen, die wir jetzt auch machen, im Klangimpuls, als Projekt im Verein Sei Mensch. Und das ist ja, im Verein Sei Mensch, wo wir eben mit Klangimpuls ein Projekt gestartet haben, das ganz besonders ist, weil wir hier alle möglichen Aspekte ja, angefangen von Musik und Bewegung und so weiter auch mitbringen haben. Ja, das ist so mein Werdegang. Und ja, ich möchte das Wort jetzt wieder zurückgeben an den Andreas. Ja, das ist unsere Person. So, Klaus, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ich habe ja gehört, du hast so heute drei Themenblöcke vorbereitet. Vielleicht magst du uns kurz sagen, wie der Abend so in etwa verläuft. Ja, also wir kommen ja gerade von unserem Herzradtreffen, bei dem wir gerade voll dabei sind. Darum habe ich mir gedacht, wir starten jetzt am Anfang mit dem Herzrad. Ja, das ist ein weiteres Projekt vom Verein Sei Mensch. Danach Danach geht es weiter eben mit Klangimpuls, wo ich schon ein bisschen was erzählt habe drüber. da werden wir kurz drauf eingehen und zum Ja. Schluss eben unser Hauptschwerpunkt momentan das monatomische Gold. Super, das klingt gut. Ja, dann fangen wir doch mal an. Herzklopfen, Herzrasen, das kennt ja ein jeder. Und bin gespannt, was das mit dem monoatomischen Gold auch zu tun hat. Ja, das ist ganz lustig, es hat ganz viel damit zu tun. Ja, leg mal los. Bin gespannt. Ich werde dich mal hin und wieder unterbrechen. Und liebe Zuhörer, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen reinhören, was der Andreas uns sagt. Und dann haben wir eine interaktive Runde, wo wir euch dann auch alle nach uns in den Sprechraum reinziehen. Und wie gesagt, Telefon ist auch freigeschalten und der Chat auch. Schreibt einfach und wir werden das dann in die Sendung einfließen lassen. Andreas, dein Mikrofon. Ja, also es war ganz lustig. Wir haben mit dieses Projekt Monatomisches Gold und voller Begeisterung haben wir da alle Rezensionen durchforstet. Also es gibt ja ganz viele Arten von monatomischem Gold. Es ist dieses weiße Pulver und ganz viele Mittelchen, technisch hergestelltes und so weiter, bis wir dann endlich, also es war so eine Art Detektivarbeit, dass wir dann eben auf das alchemistisch Hergestellte gekommen sind. Und das ist, was uns halt bekannt ist, das Beste. Ja? Also wenn jemand was Besseres weiß, bitte, bitte gerne. Also wir sind da auch immer offen für Verbesserungsvorschläge, aber es wird wahrscheinlich schwierig werden. Und naja, dann haben wir das Ganze halt ausprobiert, haben eben ein paar Fläschchen uns besorgt. Und das Spannende war das, also ich habe sehr rasch gemerkt, dass ich eben besser träumen kann, dass ich besser schlafe. Also was man halt so weiß, was ich jetzt damit auseinandergesetzt habe, viel mehr Bewusstheit. Also ich kann zum Beispiel seither meinen Mund beim Sprechen wesentlich bewusster wahrnehmen, so als einfach als Auswirkung. Und das war nicht sehr schnell da, diese Effekte. Und es wirkte auch gegen Manipulation. Das heißt, man wird sich oder ich werde mir viel stärker bewusst, was ich wirklich will. Und nicht das, was irgendjemand anderer will, aber was der Partner will, was die Mutter will, was die Kinder wollen, was irgendein Nachbar will und so weiter. Also, was will ich wirklich? Und am 7. Tag. Kann man sagen, dass man seinen Charakter, sein Bewusstsein mehr wahrnimmt und geordneter ist und sich möglicherweise auch dadurch mehr merken kann? Kann ich das so verstehen?
Ja, es geht, also man merken habe ich jetzt nicht so festgestellt. Also es geht jetzt, natürlich der Intellekt wird gefördert, weil ich besser denken kann. Das heißt, es gibt ja Studien, dass man plus 20% IQ hat. Nur das wirklich Spannende ist das Bewusstsein, sondern ich werde mir bewusst, was wirklich meins ist. Ja, oder man kann viel vernetzter denken, diese Vernetzung, oder nicht nur dieses Wissen, ich soll nicht rauchen, sondern dass ich über die Vernetzung das auch integrieren kann, dass ich dann einfach nicht mehr rauche, weil es mir bewusst geworden ist. Weil es dir bewusst ist, dass es dir nicht gut tut und du spürst das, weil du dich quasi von außen auch mehr besser beobachten kannst, und du spürst, tut mir das gut, tut mir das nicht gut. Oder tut diesem Körper, den ich da praktisch bediene, tut dem das gut oder tut ihm das nicht gut? Du nimmst alles viel intensiver wahr. Ja, es ist klarer. Also zum Beispiel bei den Entscheidungen. Also einer Freundin, die hat, also einem Freund habe ich das Gold gegeben, eine Freundin von diesem Freund hat das dann ausprobiert und wir sind gerade bei so einem gemütlichen Zusammensein und eigentlich wollte sie danach Rasenmähen gehen und sie hat gewusst, normalerweise bei so einem gemütlichen Zusammensein, lustige Leute, ja, interessante Themen, dann sagt sie ja, das Gras kann man morgen auch noch mähen, okay, und nachdem sie eben diese paar Tropfen von dem Freund genommen hat, 10 Minuten später, verabschiedet sie sich von mir, ja, also, habe ich jetzt noch gesagt, ja, das Gold, das wirkt richtig gut, und sie ist gegangen, und ich habe nur gedacht, ja, komisch, ja, ich war gerade so gemütlich, und sie ist jetzt weg, und im Nachhinein hat sie dann erzählt, eben, sie hat sich vorgenommen, Rasen zu mähen, und normalerweise lässt sie sich selbst eben von dieser Umgebung, von dieser Gemütlichkeit eben manipulieren, ja, wie wir uns alle ständig manipulieren lassen. Und dadurch ist sie dann Rasenmähen gegangen, weil sie sich bewusst geworden ist, hey, das macht jetzt mehr Sinn als alles andere. Und naja, ich am 7. Tag, nämlich nicht, nachdem ich das genommen habe, wegen diesem Herzrad. Dann ist das Herzrad, das ist ja schon ein Projekt, das begleitet mich seit ungefähr 5 Jahren. Und jedes Mal, ich habe so ein E-Bike geparkt, dort habe ich umgebaut und das ist eine super Sache im Stadtverkehr, im Nahbereich. Und jedes Mal, wenn es kalt wird und wenn es regnet oder wenn es Winter ist, dann denke ich mir immer, hey, in meinem Radl wegfahren ist schon eine super Sache. Ja, man ist schneller, man ist auch sicherer natürlich, weil die ganzen Autos weg sind. Aber eben der Witterungsschutz. Und dann habe ich wirklich schon Pläne geschmiedet. Ich war sogar schon bei offiziellen Stellen damit. Ja, ich war sogar schon beim E-Bike-Händler und habe so ein bisschen Kontakte geschmiedet. Aber das ist immer nur so eine Idee gewesen. Und 7 Tage, nachdem ich dieses monatomische Gold genommen habe, greife ich zum Hörer und rufe meinen jüngeren Bruder an und sage ihm, du, ich brauche jetzt eine 3D-Software, weil ich baue jetzt das 3D, das dieses Rad wirklich. Ja, das klingt erstmal plausibel und gut, kommt von der Information für mich ganz gut rüber, macht interessant. Ich sehe, der Jenne ist auch bei uns und sag einfach mal einen guten Abend, Jenne. Bist du denn am Mikrofon? Ja, hallo, schönen guten Abend zu euch. Jenne, hast du denn da schon auch ein paar Worte zu? Der Gesundheitsaspekt, das... Der Verlauf, hast du ein paar Worte dazu? Ja, also ich höre mir das gerne noch an. Ich habe da natürlich 2, 3 Fragen zu. Alleine zu der Herstellung von diesem monoatomischen Gold. Ob er da noch gerne was zu sagen mag. Weil wenn man das so dann sieht, ich vergleiche das immer mit dem kolloidalen Silber und Gold, was ja auch sehr gut ist, und da ist die Herstellung sehr einfach, und bei diesem monoatomischen Gold ist es ja schon viel komplizierter und anders. Ja, guter Input. Also wir möchten eben zuerst auf das Herzrad eingehen und dann eben zum Schluss das monoatomische Gold, das wird auch ein Aspekt sein, und dann behandeln wir das eben später. Super, dann okay. Geh einfach mal weiter, würde ich sagen. Ja, also dieses Herzrad, also es gibt mittlerweile schon eine Website, also wenn es rauf geht, falls ihr am Computer sitzt oder sitzt oder gerade das Smartphone auch online seid, könnt ihr raufgehen auf seimensch.net und dort im Menü klickt ihr einfach auf Herzrad. Dann seht ihr mal so eine allgemeine Beschreibung, ein paar Skizzen sind auch dort, ja, da könnt ihr vielleicht da ein bisschen mitlesen. Ja, also im Endeffekt dieses Herzrad,
Also wie kann man sich das vorstellen? Das Herzrad ist ein Fahrrad, ein Vollkabinenfahrrad. Das heißt, da ist man wirklich komplett abgeschlossen. Von unten ab wie ein Auto. Du sitzt innen wie in einem Auto. Es hat wie ein Auto 4 Räder. Es ist 70 cm breit und 2 Meter lang. Das heißt, von der Geometrie her eigentlich relativ ähnlich wie ein Fahrrad. Also es gibt also die meisten Mountainbikes, die haben einen breiteren Lenker als diese 70 cm. Das heißt, man kann beim Radweg einfach total problemlos fahren. Und das hat einen Elektromotor natürlich, damit man problemlos auch fahren kann, wenn man nicht so gerne tritt. Ja, und nachdem das ja auch ein Gewicht hat, braucht man eine Elektrounterstützung. Und es hat eben ein Dach, es hat Türen, es ist völlig eine geschlossene Kabine. Das heißt, wenn es regnet, dann kommt man auch fein trocken überall hin. Und es kann auch ein zweiter mitfahren. Es gibt also zwei Sitze, mindestens zwei Sitze. Hinten hätten auch noch zwei Kinder Platz. Und ja, man kann auch mit Photovoltaik das E-Bike laden. Es kommt dann aufs Dach rauf. Und ja. Also im Endeffekt, dieses Rad ist jetzt konzipiert als nach oben offene Schachtel. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr sitzt in einer Schachtel, die Schachtel ist eben 70 mal 200 cm. Und diese Schachtel ist die ganze Technik, ist im Endeffekt bis auf jetzt die Räder, da gibt es Ausnahmen für die Räder, aber sonst hat man von ganz vorne bis ganz hinten und auf einer Höhe oben, von links und rechts, überall Platz. Die Technik ist ganz unten in dieser Schachtel und darüber ist alles frei. Das heißt, beim Auto zum Beispiel hat man die Lenkstange, die gibt es beim Herzrad unterhalb. Das ist ein sogenannter Untenlenker, das kennen vielleicht manche vom Liegeradbereich. Und man sitzt auch drinnen, wie bei einem Liegerad. Also eigentlich so wie bei einem Auto. Das heißt, somit kann wirklich jeder damit fahren. Es wird leicht einzusteigen, leicht aufzusteigen. Es können Leute damit fahren, die zum Beispiel beim Gehen eine Herausforderung haben. Es können Pensionisten damit fahren, alte Leute, aber auch junge Leute. Das heißt zum Beispiel, ein 10-jähriges Kind, das eben den Fahrradführerschein hat, darf damit ganz offiziell auf den Radwegen unterwegs sein. Und es hat eine Flügeltür. Die Flügeltür hat es deswegen, weil, wenn es zum Beispiel regnet, dann mache ich diese Flügeltür auf und dadurch wird die ganze Breitseite von dem Fahrzeug geöffnet. Und ich kann im Trockenen, weil diese Flügeltür dann gleichzeitig mein Vordach ist, kann ich im Trockenen aussteigen. Und das Spannende ist nämlich auch das, weil das Herzrad ist ja nur so ungefähr 1,40 Meter hoch, also ungefähr so wie ein Auto ist. Das heißt, da ist auch auf Augenhöhe mit den Autos, aber gleichzeitig hat man den Komfort. Wenn ich diese Flügeltür öffne, dann habe ich stehend drunter Platz. Dann stehe ich auf, kann meinen Regenschirm öffnen und gehe raus. Und durch diese nach oben offene Schachtel bin ich sehr flexibel. Das heißt, wenn ein kleinerer Mensch oder ein Kind dieses Fahrrad lenken möchte, stelle ich einfach den Sitz nach vorne, weil natürlich die Beine ja länger sind wegen dem Treten. Das heißt, da kann man ja auch mittreten und somit habe ich auch hinten viel mehr Platz. Und dadurch habe ich auch die Möglichkeit, entweder zwei Erwachsene und zwei Kinder mitzunehmen, oder ich fahre und habe einen Hund dabei, oder ich habe meine Einkäufe dabei. Weil in einer 70 cm mal 200, das können Sie sich so ein bisschen vorstellen, es ist ähnlich wie eine Tür. Das ist ungefähr so die Dimension von einer Tür. Und wenn man so eine Tür jetzt gedanklich auf den Boden legt, hat schon einiges Platz. Ja, jetzt bin ich gerade auf deiner Homepage gewesen und habe das Herzrad mal angeklickt. Und dann heißt es hier zur Vorbestellung mal hinklicken. Wenn ich da draufklicke, dann öffnet sich ein Fenster Anwendung starten. Das verstehe ich nicht. Er will eine App haben. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler an meinem Browser ist oder. Ah, da weiß ich schon, ja, ja. Im Endeffekt geht es ums Telefonieren. Also wenn du auf den ersten Link draufklickst, dann ist es im Endeffekt nichts anderes. Wenn du es auf dem Smartphone tust, dann kannst du uns anrufen. Ah, jetzt verstehe ich. Und gibt es auf der Homepage auch Bilder dazu?
Momentan noch nicht. Ja, also wir sind noch in der Entwicklung. Also im Kopf ist das Teil fertig. Ja, wir sind momentan, und genau, vielleicht möchte ich das jetzt vorwegnehmen. Also wie gesagt, die Komponenten sind fertig. Wir sind gerade am Design, wie es dann endgültig ausschaut. Das Konzept ist fertig. Was wir momentan wirklich suchen, und da möchte ich euch einladen, die ihr gerade bei OKTalk zuschaut oder später zuschaut, bitte, bitte meldet euch bei uns, also wirklich, seid da nicht geschamig, ja, was auch immer ihr macht, bitte kontaktiert uns per WhatsApp oder per E-Mail, weiter unten ist dann das E-Mail zum raufklicken oder eben per Telefon, weil wir suchen Leute, die eben eine Affinität zu E-Bikes haben, damit wir günstig und gute Komponenten bekommen. Ja, also im Endeffekt, es geht darum, wo bekommen wir die Radaufhängung her mit der Lenkung zu einem vernünftigen Preis? Wie bekommen wir die Hinterradaufhängung her zu einem günstigen Preis? Also die Pläne dazu, die haben wir. Das ist jetzt nicht die Herausforderung. Wir könnten das alles selber bauen. Nur wenn wir das alles selber bauen würden, dann würde dieses Herzrad, keine Ahnung, 20.000 Euro kosten. Und das ist nicht unser Ziel. Also wir möchten nicht jetzt irgendeinen Luxus, es wird ein Luxusteil, aber wir möchten nicht nur Leute haben, die nur High-End-Produkte sich leisten können, sondern unsere Zielgruppe ist eigentlich der Mensch, und deshalb brauchen wir Menschen, die Zugang haben zu guten, günstigen Einzelteilen. Sitz zum Beispiel, Dachflächen, Verkleidungselemente, aber vorwiegend momentan Antriebstechnik, Technik, damit wir das zu einem vernünftigen Preis eben mit Einzelrad auf Hängen und einer guten Qualität herstellen können. Weil es geht ja auch um den aktiven Umweltschutz. Und der aktive Umweltschutz, ich meine, das ist nicht die Klasse, die jetzt 25.000 Euro für jetzt einen Gimmick ausgibt, nur damit es jetzt cool ist, sondern unser Herzrad ist ja eine echte ökologische Alternative zu einem PKW. Und das ist ganz spannend, dass ich war bei einem Liegeradhersteller und habe mit dem geplaudert, und dann ist es mir bewusst geworden, wie Mobilität momentan vermarktet wird. Weil wer vermarktet Mobilität? Das ist vorwiegend, wenn man die Zeitung durchblättert, welche Werbung wird dort geschalten? Das ist die meiste Werbung wird geschalten von den Autos, von der Automobilindustrie. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, was möchte die Automobilindustrie? Die möchte Autos verkaufen. Okay? Weil natürlich haben wir uns überlegt, ich meine, bitte, warum gibt es solche Vollkabinenroller nicht schon überall? Das ist ja irgendwie so naheliegend. Ich meine, jeder, der mit dem Radl fährt und es regnet, denkt sich, hey, es gibt's ja nicht, dass es da irgendwas, eine gescheite Möglichkeit gibt, ja. Dass ich da trocken von A nach B komme, außer dieses Auto oder die Öffis, ja. Und das war sehr vernünftig, was dieser Riegerradhersteller gesagt hat, nämlich die, was wollen die Automobilhersteller? Die wollen Autos verkaufen. Ganz logisch, ja. Dementsprechend schalten die Werbung für die Autos. Die möchten nicht, dass eine Familie ein Herzrad hat, dann neben dem PKW, sondern die möchte natürlich ein Zweitauto haben. Und dieses Zweitauto wird vermarktet, wird beworben, und natürlich schaut die Automobilindustrie oder beziehungsweise die Zeitungsredakteure schauen natürlich indirekt, dass sie diesen Hauptsponsor jetzt nicht irgendwie verärgert und irgendwas Negatives jetzt berichtet. Weil diese Werbung ist ja nicht nur in der Werbeanzeige, diese Werbung fließt ja auch in den Werbetext, in den ganz normalen Berichterstattungstext ein, ja. Also jeder, der alternativ sich ein bisschen informiert, der kennt diese Zusammenhänge normalerweise schon. Ja, deshalb, das ist auch gleichzeitig unser Glück, dass es so etwas noch nicht gibt. Ja, also natürlich ist es einerseits ein Pech, sonst würden wir schon alle mit so Herzteilen rumfahren. Aber nachdem es das noch nicht gibt, nachdem die Medien gezwungenermaßen natürlich gerade dagegen arbeiten, haben wir die Möglichkeit, dass wir das jetzt selber in die Hand nehmen. Und da kommt jetzt dieser Verein sein Mensch ins Spiel, weil wir sind ja mittlerweile 400 Mitglieder und als Verein aufgestellt. Und somit ist dieses Projekt jetzt nicht so ein typisches Unternehmerprojekt, dass ich jetzt sage, jetzt bitte gibt es eine Start-up-Förderung und keine Ahnung, 200.000 Euro und dann verlage ich die Fertigung sowieso nach Fernost und dann läuft halt alles gleich ab wie beim Automobil, sondern unsere Herangehensweise ist die, dass diejenigen, die da mitwirken bei diesem Projekt, also jetzt zum Beispiel sucht man gerade wirklich Leute, die sich da auskennen bei Elektroantrieben, bei Leuten, die sich eben wissen, wo bekommt das gut und günstig her, dass diese Leute aktiv dabei sind als Vereinsmitglied. Und das ist einerseits ein ganz anderer rechtlicher Rahmen,
Weil das ist ein Forschungsprojekt. Wir erforschen diese Mobilität jetzt natürlich beim Bauen und dann später, wenn die ersten Prototypen fertig sind, auch beim Fahren. Und die Idee ist die, also wir sind momentan zu fünf und fünf Leute möchten, also wirken da jetzt schon mit und haben schon einige Dinge abgedeckt, aber natürlich alles ist noch nicht dabei, zum Beispiel 3D-Planung, also 3D-Zeichen. Und jeder, der eben vielleicht im Automobilbereich Lenkungen planen kann oder überhaupt mit 3D-Software gut umgehen kann, der ist eingeladen, uns mitzuwirken. Weil da ist auch diese örtliche Distanz nicht die Herausforderung. Heute mit, also OkieTalk zum Beispiel oder mit Zoom oder Skype-Meetings kann man solche Dinge sehr einfach und sehr komfortabel auch übers Internet lösen. Da möchte ich spezielle Sache, also wenn ihr weiter weg wohnt, überhaupt kein Thema, bitte meldet euch dennoch. Ihr seid auf alle Fälle eine unglaubliche Bereicherung. Und die Leute, die dann, also momentan läuft es eben so, diese fünf Leute bauen mit, planen mit und danach gibt es fünf Herzräder und jeder fährt mit seinem Herzrad herum. Also somit haben wir im Endeffekt die erste Finanzierung durch. Weiters ist es so, bei uns jetzt in der Steiermark in Graz ist es so, dass jedes Lastenrad mit 1.000 Euro gefördert wird. Somit haben wir schon einmal die erste Quersubventionierung. Das heißt, auch der Bund, das Land steht da dahinter und müsst ihr euch schauen, wie es bei eurem in eurer Stadt ausschaut, aber die sind momentan ziemlich hoch im Kurs und unser Herzrad ist eben auch so ein Lastenrad. Andreas, wir haben bald eine Sendung auf OKiTalk fürs Fahrradfahren. Ich weiß jetzt nicht das Datum, ich werde es gleich mal raussuchen. Ich glaube, Anfang August gibt es die Sendung, da solltest du doch mal mit einsteigen. Vielleicht gibt es da auch neue Vernetzungen. Super, vielen Dank für den Hinweis. Und für den Anwender ist es im Endeffekt so, dieses Herzrad darf ja sowohl auf der Straße als auch am Radweg fahren. Das kannst du dir aussuchen. Und wir sind eben sehr flexibel. Das ist eben, du brauchst keinen Führerschein. Du kannst ab 10 Jahren mit Fahrradschein damit fahren. Das heißt, das Enkelkind kann die Oma vom Bahnhof abholen. Ja, das müsst ihr euch vorstellen. Das Enkelkind kann einkaufen fahren. Also, das ist einfach, der Handlungsspielraum der Kinder wird unglaublich erweitert, weil sonst, wenn man jetzt irgendeine Getränkekiste einkaufen, das kann man dem 10-jährigen Buben nicht schicken. Ja? Der verschleppt das nicht. Aber über das Herz hat er wirklich die Möglichkeit, dass er eben die ganze Zeit zuerst das Einkaufswagen, vom Einkaufswagen zum Herzrad, also hat er ganz ähnliche Wege, wo er eben das Schwergewicht tragen muss, sondern das erledigt das Herzrad dann bis vor die Wohnungstür. Manche Leute haben sogar noch eine Terrasse, da kann man theoretisch sogar bis in die Küche reinfahren mit dem Herzrad, wenn es trocken ist. Also mit dem Auto geht das nicht, mit dem Herzrad geht das alles. Und von dem her sind das, der Anwendungsfall ist eigentlich viel, viel weiter gespannt als ein Auto. Das heißt, das Herzrad im Nahbereich kann das Herzrad alles, was auch ein Auto kann. Nur der Unterschied, das Herzrad kann darüber hinaus noch viel mehr durch die Kinder. Und auch, man braucht keine Zulassung. Man braucht keine Kfz-Versicherung, keine Steuer. Das heißt, von den ganzen Kosten, jetzt müsst ihr euch überlegen, wenn ich ein Zweitauto habe, dann zahle ich ja so um die 4.000 Euro mindestens, nur dass ich mit das Auto rumstehen habe. Aber mit diesen 4.000 Euro pro Jahr habe ich das Auto noch nicht gekauft. Das heißt, ein Herzrad hat sich sofort amortisiert. Man Preise wissen wir noch nicht, aber ich schätze mal so ab 4.000 Euro wird sich das abspielen. Ja, vor allem, wenn wir das auf Vereinsbasis machen, wenn Leute mitwirken, funktioniert das dann, könnte das sogar noch günstiger werden. Und wie gesagt, durch die Elektromotorisierung habe ich auch kein Thema mit dem Gewicht, weil ich kann ja, wie gesagt, also da zwei Erwachsene, ich kann einen Hund mitnehmen, ich habe da ganz viele Fälle und dadurch, dass ich eine starke Motorisierung habe, kann ich da eben auch problemfrei auch größere Steigungen überwinden. Ja, das klingt für mich unheimlich interessant schon. Und ja, ich freue mich auf die ersten Bilder. Wenn da der Prototyp ja fotografiefähig ist, bin ich ganz neugierig auf diese Bilder, was das Fahrrad kann. Da kann man nur sagen, jetzt ich zum Beispiel wohne in einer Stadt, wo man alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen kann. Da lohnt es sich nicht, das Auto überhaupt in Bewegung zu setzen. Gerade wenn man ein Diesel fährt, braucht ja ein bisschen Laufzeit, um warm zu werden. Da wäre sowas natürlich von Vorteil. Macht Genau. mich neugierig. Und vor allem, auch der Winter ist kein Thema mehr, weil im Winter gibt es eine Sitzheizung,
Im Sommer kannst du die Fenster öffnen und mit dem Gaspedal regulierst du den Fahrtwind. Das ist das Geniale am Strom. Ja, das ist wirklich das ganze Jahr über einsatzbereit. Und das Geniale ist auch, also wer möchte, kann mit dem Teil sogar um die Welt fahren, weil eine Steckdose gibt es überall. Ja, es gibt mehr Steckdosen als Tankstellen. Und das Genialste vielleicht zum Schluss, über diese 200 mal 70 Zentimeter Fläche, wo diese da oben offene Schachtel, diese Grundkonstruktion einmal hat, ja, kann ich eine Liegefläche einklappen und diese Liegefläche hat dann 2 Meter mal 70. Und somit habe ich gleichzeitig ein Zelt. Das heißt, einfach mit ein paar Handgriffen, bang, kann ich drinnen schlafen. Ganz genial. Das ist auch noch ein Mobil, ein Campingmobilbus, kann man bald sagen. Richtig, und es gibt ganz viele so Fahrradfreaks, die bauen Wohnanhänger mit dem Fahrrad. Im Endeffekt haben wir da alles in einem. Also das ist so flexibel, dass es im Endeffekt ganz, ganz viele Bedürfnisse abdeckt. Erstens das. Und zweitens geht es darum, dass natürlich ihr alle, die jetzt zuhört, eingeladen, bitte meldet euch bei uns. Welche Bedürfnisse habt ihr noch? Letztens habe ich mit einer Freundin geredet. Ja, sie hat einen Hund. Ja gut, da kommt ein Hund vor Hundebox rein. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Oder vielleicht ist jemand ein ambitionierter Skifahrer und wohnt im Skigebiet. Na gut, dann kommen Skiträger drauf. Das heißt, man hat einfach Möglichkeiten wie ein Auto und jeder, der so ein Herzrad haben möchte, jeder hat seine besonderen Bedürfnisse. Und dementsprechend über diesen Verein spielt er dort einfach mit, sagt, was möchte er haben, was kann er einbringen und genau das, was er möchte, das bekommt er dann. Und dementsprechend brauchen wir momentan oder suchen wir Leute, die eben das Ganze vorbestellen, so also kaufen oder mieten. Dann, wer hat Zugänge zu Förderungen und Investitionen? Oder möchtest du mitplanen? Möchtest du bauen? Möchtest du ein Praktikum absolvieren? Diplom, Masterarbeiten, Bacharbeiten, also die ganze Forschungsschiene. Also jetzt seid ihr recht herzlich eingeladen, meldet euch bei uns. Ja, und jetzt könnte man vielleicht eine kurze Fragerunde machen zu diesem Herzrad. Ja, holen wir mal die Zuhörer rein. Einmal der Franz Reutinger ist heute bei uns, der Armin ist auch bei uns, der Roman ist da, der Wolkenbruch ist da. Wolkenbruch ist ja interessant. Ja, ist denn von euch wer am Mikrofon und gibt es da eine Frage dazu? Mal ganz kurz flackern mit dem Mikrofon. Da ist im Moment keine Frage. Jenne, gibt es bei dir was? Nein, im Moment noch nicht. Ich war gerade sehr verwirrt ein bisschen, weil ich ja ein bisschen später gestoßen bin. Ich war ja noch unterwegs und konnte das erst gar nicht folgen, worum es jetzt überhaupt geht. Ich dachte, es geht um was ganz was anderes und musste mich da jetzt gerade erst mal reinhören, worum es überhaupt geht und habe mir gerade die Seite nochmal angeguckt mit dem Herzrad und ja, nu geht's so langsam. Ja, es gibt heute drei Themenblöcke. Es wurde am Anfang gesagt, hast du nicht gehört. Und wir kommen auch gleich auf das gute monoatomische Gold, kommen wir auch noch drauf. Aber Ich es ist möchte noch das. sagen, also wenn jeder, der informiert bleiben möchte, scrollt bitte bei der Seite samensch.net/Herzrad ganz runter, tragt euch einfach unkompliziert in den Newsletter ein, dann seid ihr einfach informiert, was aktuell passiert. Ja, und so ein Fahrrad, wie gesagt, wird jetzt im Endeffekt mit wie ein Open Source, kann ich ja schon bald vergleichen, mit einer offener Kultur zusammengebaut beziehungsweise ergänzt mit Materialien, wo ihr ja die Menschen sucht. Das ist bis so verstanden. Ja, genau richtig. Also es kann auch, wir suchen zum Beispiel auch Leute, die mit 3D-Druckerfahrungen haben. Also momentan kennen wir eben maximal 50 mal 50 mal 50 Zentimeter. Wenn jemand einen größeren 3D-Drucker hat, sowas ist auch sehr gefragt. Oder überhaupt, wie kann man kostengünstig, leicht, intelligent die Hüllen bauen? Also all diese Sachen. Wir haben schon ganz viel im Internet recherchiert, aber die genialsten Dinge, glaube ich, haben einfach Menschen, die eine richtige Praxiserfahrung haben, weil darum geht's. Also nicht was ist Kommerz, sondern es soll eine ökologische Alternative sein. Das heißt, wenn da irgendwas kaputt ist, dann möchte ich einfach mit einem ganz normalen Fahrradflickzeug das Teil auch reparieren können. Wenn ich einmal um die Welt reise, kann ich nicht ewig warten, bis irgendein Sonderteil kommt. Also ich möchte wirklich Teile haben, die ganz günstig irgendwo herzubekommen sind. Das ist unsere Antwort und das ist die Genialität im Einfachen. Also Standard,
Standardmaterialien, Standardteile, ja, die halt in jedem Fahrradgeschäft auch nachkaufen kann, wo man eben Sonderanfertigung braucht. Darum geht es ja, und gleich, Werkzeug. Und gleichzeitig soll das Pferd auch cool ausschauen. Das heißt, es soll nicht so wie ein selbst zusammengebasteltes Zeltfahrrad daherkommen, ja, wo jeder sagt, ja, okay, das Auto hat halt gereicht, ja, sondern es soll eben auch einen Coolness-Faktor haben. Das ist uns auch wichtig. Also es soll schon was hergeben. Das heißt, wenn wir da mit dem Herzrad kommen, da kommt ein Smiley auch bei den Leuten. Wie lange hält so ein Akku? Habt ihr da schon Erfahrungswerte? Ja, also da gibt es ja viel Erfahrung im E-Bike-Sektor. Und im Endeffekt, das kommt nur auf die Bedürfnisse an. Das heißt, wir werden starten wahrscheinlich mit einem 2 Kilowattstunden Akku. Das ist ein Riesenteil. Also das ist ein Teil, also bei den ganzen E-Bikes gibt es so viel Energie nicht. Mit dem werden wir wahrscheinlich starten. Und da rechnen wir damit, dass wir wahrscheinlich so 50 bis 100 Kilometer weit kommen. Auch gute Reichweite erstmal so. Für 50 Kilometer muss man erstmal radeln oder 100 Kilometer, dann weiß man schon, was da los ist. Genau, und die Sache ist halt die, das ist super flexibel, weil dadurch diese Wanne, also du sitzt in einer Wanne, das ist der große Unterschied, weil die meisten Liegeräder und alternativen Fahrräder und so weiter, die bauen alle auf diesen in der Mitte getragenen Rahmen. Und somit hast du in der Mitte keinen Platz, weil dort ist die Kette, dort ist viel Zeug, was rumhängt und stört. Ja. Bei uns ist die ganze Tragstruktur unten und auf der Seite. Das heißt, du hast unter dem Sitz Platz. Du hast die ganze Wanne frei für dann sicher, die Elektronik wird da ein bisschen was draufgehen, aber das ist halt alles so sperrig. Du hast da sehr viel Platz und dementsprechend hast du auch Platz, dass zum Beispiel auch einen zweiten Akku reingibst. Und wenn du sagst, okay, ich möchte unbedingt 200 Kilometer weit kommen, na gut, dann gibst du halt 3 oder 4 Akkus rein. Das heißt, oder kann man sogar den Akku einspeisen mit einem Solarsegel oder Dach oder keine Ahnung, möglicherweise. Richtig, genau. Das heißt, geplant ist es ja momentan so, dass wir ein, wie heißt das, nach oben offen. Also. Wie heißt das bei den Autos? Überall Dach oben. Das Dach. Plexiglasdach. Wie heißt das? Panoramadach heißt das. Panorama. Genau. Das ist genau, vielen Dank. Das ist genau das Dach, wo man halt einen Haufen extra zahlt, damit man dann die Sterne anschauen kann, was man im Endeffekt eh vielleicht nur einmal im Outdoor-Leben macht. Ja? Und wir haben also geplant, ist, dass wir ein Panoramadach haben für den Winter. Und im Sommer können wir dann flexibel eine Photovoltaik draufgeben, die uns Schatten spendet und gleichzeitig die Sonne nutzt. Klingt gut durchdacht, sehe ich so. Also, ja, und was schätzt du? Von der Konzeptionierung ist es dann noch eine andere Überlegung, dass wir auf die Kette generell verzichten, weil natürlich die Kette braucht auch Platz, auch wenn sie auf der Seite ist, aber es ist immer störanfällig, schmieren, ölig, schmutzig und so weiter, dass wir statt dem mechanischen mechanischen Übertragung eine elektrische Übertragung einführen. Und da suchen wieder Leute, die da Erfahrung haben auf dem Gebiet. Ja, man gibt uns alles, ja, man findet alles im Internet, aber wer hat wirklich da Erfahrung? Wer weiß, wo bekommt man sowas gut und günstig her? Wie macht man das? Wenn man selber bauen, ich meine, hurra. Elektromotoren selber bauen, da sind wir bei, keine Ahnung, wie viel Arbeitszeit. Das heißt, wir brauchen einfach, wir greifen natürlich auf unser System zurück und sagen, okay, was gibt's alles? Einen Akku gibt's gut und günstig, Motoren gibt's gut und günstig. Das heißt, wir treten in einen Generator und das eröffnet wieder neue Sphären, weil dadurch kann ich auch dann Energie erzeugen, wenn ich an der Ampel bin. Ich trete einfach weiter, weil ich habe eben dieses Energieerzeugen durch den Menschen und den Antrieb entkoppelt. Gleichzeitig ist es auch viel sauberer, weil ich brauche als Verbindung nur mehr ein Stromkabel. Das kann ich überall verlegen. Dementsprechend kann ich sowas auch wieder flexibel gestalten. Ich kann sagen, okay, der da mitfährt, dreht und der vordere fährt nur, zum Beispiel. Oder es treten beide. Das heißt, man hat dann einfach viel mehr Möglichkeiten an dieser Flexibilität. Und das ist uns auch eben auch ein Herzanliegen, dass dieses Konzept für ganz, ganz viele individuelle Bedürfnisse der Menschen geeignet ist. Was denkst du, was wird das circa, wenn es vollendet ist, in welchen Kosten muss man damit rechnen, circa? Was schätzt du? Ja, natürlich, das wissen wir noch nicht, aber wir hoffen, dass es um die 6.000 Euro zu haben sein wird, je nachdem mit welcher Ausstattung.
Ja, das ist natürlich ein bisschen Geld, aber ein gutes investiertes Geld, denke ich, der Umwelt zuliebe, ist immer für mich das Fragezeichen. Sie ist deswegen, weil wir ja immer noch Atomstrom und das Ganze haben. Jedoch, dieses mit dem Akku, ja, ich bin jetzt, muss ich ja immer für mich sagen, kein E-Mobilitätsbefürworter, zumindest was die Autos betrifft, was die Fahrräder in einem kleinen Bereich betrifft, da bin ich schon dafür. Aber die Elektroautos, die können in Zukunft gar nicht für uns alle da sein und der Umwelt zuliebe muss man doch eine gelbe Karte geben. Ja, natürlich. Im Endeffekt, es geht immer darum, ich sehe, dass die Dinge, wir sehen die Dinge immer ganzheitlich. Das heißt, natürlich, wir bauen dort einen aktuellen Akku ein. Natürlich kann ich mir aussuchen, ich kann auch einen Blei-Akku eingehen, der natürlich viel ressourcenschonender ist. Das wäre auch eine Möglichkeit. Dadurch bin ich natürlich schwerer, dadurch habe ich weniger Zuladung. Das heißt, wenn mir das Kopfzerbrechen verursacht, dann kaufe ich meine Autobatterie und fahre damit. Ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, von dem her, ich bin gar nicht festgenagelt, dass das jetzt ein Lithium-Ionen-Akku ist. Das ist einmal in diese Richtung, so wegen Ressourcenorientierung. Und gleichzeitig muss man auch dazu sagen, möchte ich dazu sagen, dass sobald ich dieses Herzrad habe, verwende ich es natürlich öfter. Und sobald ich ein Zweitauto oder vielleicht sogar ein ganzes Auto dadurch einspare, dann ist es eigentlich sowieso hinfällig, weil jeden Kilometer, den ich nicht mit dem Auto fahre, nicht mit dem Elektroauto fahre, ist das Herzrad vorne dabei. Und wegen dem Strom, also ich kenne das eben, also ich habe ja E-Bike-Erfahrung schon, also recht jahrelang habe selber eben E-Bikes gebaut. Und der Strom, auch die Stromkosten sind irrelevant. Die sind wirklich ganz, ganz, ganz irrelevant. Also das ist, keine Ahnung, das ist vielleicht ein Cent. Das heißt, wenn du einen Kilometer fährst mit Elektromobilität, also mit deinem Fahrrad, ja, wo du ein wenig Leistung eben brauchst, um voranzukommen, liegst du im Cent-Bereich. Das ist wirklich vernachlässigbar im Vergleich zum Übrigen. Wenn dann nur die Photovoltaik von oben nützt, dann eben haben wir schon gehört von einem Bekannten, der mit seinem Rad schon 1600 Kilometer nicht mehr das Rad anstecken musste, weil er eben mit diesem mit dieser Anlage das, ja, den Und das Strom ist erzeugt hat. auch das Geniale, weil ich meine, ich fahre von A nach B und dann steht das Teil. Das ist beim Auto so und das ist beim Fahrrad so. Ich meine, jeder hat überlegt, immer, was mache ich mit meinem Fahrrad? Ich meine, das steht die ganze Zeit rum und hin und wieder verwende ich es. Ja? Und das Geniale ist, diese Photovoltaik, die funktioniert aber immer. Das heißt, die ganze Zeit, während ich damit fahre, ladet die Photovoltaik den Akku. Und sobald ich das irgendwo abstelle, ladet die Photovoltaik den Akku weiter. Und deshalb ist es auch möglich, dass ich im Endeffekt wirklich autark damit fahren kann. Gibt es Fragen, bevor wir zum nächsten Themenblock kommen? Ich schaue nämlich auf die Uhr. Jetzt gibt es da noch Fragen zu dem Thema. Das gute Fahrrad, das Herzrad, mal flackern. Dann würde ich sagen, wenn alles gesagt ist zu dem Thema, gehen wir in die Musikpause, Andreas, oder? Ja, vielen Dank, Klaus. Ja, und da haben wir einen passenden Song, den du ja mitgebracht hast. Das ist Porn Acker Sisters. Herzklopfen. Musik ab. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück. Der erste Teil der Sendung. Ja, ein Herzrad. Und ich finde das gar nicht so schlecht. Und ich hoffe, dass der Andreas Untersberger von www.seimensch.net auch einige unterstützende Helfer bekommt, so dass auch dieses Projekt wirklich möglichst flächendeckend auch für die Menschen ergreifbar und erschwinglich wird. Und das wäre eine gute, gute Idee. Ich möchte noch mal einen Sendehinweis machen für morgen. Morgen um 18 Uhr starten wir. Und da heißt es Mutter Erde. Wir haben ja im Blue Mau in der Steiermark den Waisenrat der Indianer bei uns gehabt und morgen geht's weiter letztendlich. Es gibt ein Interview dazu nochmal morgen und da heißt es auch nochmal Hilf Mutter Erde und ja, kommt da mal rein. Und dann gehen wir in die Schwingungsfrequenz über. Der Andreas Klinzig, der letzte Mal Probleme hatte mit seiner Technik, die wir aber mittlerweile hergerichtet haben. Da geht es um universelle Harmonik morgen um 20 Uhr. Die Sendung kann ich euch sicher versprechen, wird Hochklasse werden. So, und jetzt rufen wir mal wieder
den Dr. Andreas Unterswege und seine Frau. Und jetzt bin ich auf den zweiten Block gespannt. Ja, bevor wir mit dem zweiten Block anfangen, möchte ich nur noch kurz wegen Aufruf von dem Herzrat noch dazu sagen, es geht nicht nur um dich, der du gerade zuhörst, ob du dich da einbringen kannst, sondern wenn du irgendjemanden kennst, ja, hey, da ist der Ferdl und der Fritz und der Hannes, dem interessiert das wahrscheinlich, bitte schick den Link weiter, das ist ein mensch.net/Herzrat und der soll sich dann melden. Okay? Ja, also denkt bitte groß, nicht nur an euch, also ihr seid auch wichtig, aber weil dieses Netzen ist da ganz, ganz, ganz wichtig und manche Leute denken sich, na okay, ich kenne mich nicht aus, fertig, aber vielleicht ist es der Nachbar. Ja, und egal wo er wohnt, jeder kann sich da super einbringen. Dankeschön. Ja, möchtest du mit Klangimpuls, die Bianca? Ja, jetzt geht's ja weiter mit Klangimpuls. Ich habe am Anfang schon ein bisschen was erzählt, dass Klangimpuls oder dass Klangimpuls einen großen Teil meines Lebens im Moment einnimmt. Und ja, wir haben da eine Möglichkeit bekommen vor 2 Jahren. Das war ganz toll. Wir waren in Oberösterreich bei einem Kurs. Das war Original Play. Und bei Fred Donaldson. Und es hat uns unheimlich gut gefallen. Wir haben dann sofort, wie wir eben diese Ausbildung absolviert haben, sofort zu Hause weitergemacht und haben einen Kurs angeboten. Und kannst du bitte ein ganz bisschen näher ins Mikrofon gehen? Man kann dich sehr schwer verstehen. Also als Hinweis, wer mitschauen möchte, wer am Computer oder Smartphone sitzt, geht es eben auf seimensch.net und dort gibt es im Menü den Punkt Klangimpuls. Ja, da könnt ihr ein bisschen mitschauen, welche Methoden wir da verwenden. Also seimensch.net/Klangimpuls. Super, ja. Und wenn du näher ans Mikrofon kommst, ist sicherlich besser qualitativ, okay, haben wir wohl festgestellt. Danke, Jenne. Ja, jetzt probier es nochmal. Super, okay. Hat man nichts verstanden von dem, was ich gesagt habe vorher? Man hat schon verstanden, nur ihr wart ziemlich weit weg und dadurch leidet die Qualität. Und wenn ihr so ans Mikrofon geht, ist das viel, viel besser zu hören und angenehmer für die Ohren. Okay. Ja, ich habe gesagt, also Klangimpuls ist ein großer Teil meines Lebens und wir haben eben in Oberösterreich diesen Kurs besucht von Fred Donaldson. Es war Original Play, bekanntlich ohne Musik. Funktioniert Original Play, das ist auf Matten findet das statt. Rundherum im Kreis sitzen Kinder und der Spielleiter ladet jedes Kind einzeln ein, später dann auch mehrere gleichzeitig und es wird auf der Matte gespielt miteinander und zwar ursprünglich gespielt, zu Deutsch heißt Original Play eben ursprüngliches Spiel. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, es ist wie kleine Kinder oder Babyhunde oder Babykatzen, die miteinander spielen oder die mit ihren Eltern spielen, sie balgen so herum und kugeln so in der Gegend herum und haben einen irrsinnigen Spaß einfach am Ausprobieren ihres Körpers. Und dadurch entsteht auch ganz viel Nähe zwischen der Mutter oder dem Vater und dem Kind. Und so ist eben auch Original Play aufgebaut. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und uns hat das irrsinnig gut gefallen. Und wir wollten das eben zu Hause gleich weitermachen. Und ich habe das dann in der Musikschule, in der ich unterrichte, wollte ich das eben auch einbauen. Und wir haben da überlegt, wie könnten wir das mit Musik verbinden, sodass es in der Musikschule anzubieten ist. Und das war die Herausforderung. Und Andreas und ich, wir haben dann Klangimpuls daraus gemacht. Und das ist jetzt eben nicht mehr Original Play an sich, sondern das ist eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Techniken, wo man wirklich ganz frei als Klangimpulsleiter arbeiten kann mit den Kindern. Und diese verschiedenen Aspekte, die wir im Moment verwenden, die sind eben auf seimensch.net/Klangimpuls zu finden. Da gibt es immer so eine Übersichtskizze, gibt es dort. Also wenn du ein bisschen runterscrollst, da gibt es so ein Mindmap, in der Mitte das grüne Herz, Klangimpuls, und da könnt ihr anschauen, welche Methoden da verwendet werden, unter anderem.
Genau, da haben wir zum Beispiel natürliches Lernen dabei. Das ist, Leising ist vielleicht ein Begriff. Ich weiß nicht, ob du schon einmal einen Talk gemacht hast mit Leising, das natürliche Lernen, das aus Kärnten kommt. Diese Elemente haben wir da drinnen, dann haben wir Impro-Theater drinnen. Dann haben wir ja, Yoga individuell haben wir drinnen, Konfliktmanagement, Redekreise, ja eben das Original Play natürlich und ja viele andere Elemente auch noch. Und das macht den Kindern einfach irrsinnig Spaß, mit uns zu spielen und uns natürlich auch. Also heute in der Früh haben wir ja gerade wieder gespielt und es ist einfach auch ganz spannend, also für mich jetzt ja als promovierten Menschen, dass ich mich darauf einlasse, mit Kindern zu spielen, mit jungen Menschen herumzutollen. Und es ist ganz spannend, diese Komfortzone zu verlassen, weil wie es euch da geht, ja, aber überhaupt das zu können, dass man in den Garten geht oder auf den Spielplatz und als Erwachsener einmal zu schaukeln, ja. Also wer da ein Problem damit hat, bitte mach das morgen. Somit erweiterst du deine Komfortzone. Genau. Und das Klangimpuls ist auch ein Element davon ist Tun durch Nicht-Tun. Einfach impulsgebend, aber nicht reglementierend. Weniger Vorgaben, also fast keine Vorgaben, sondern zu schauen, was ist das Potenzial dieser Gruppe. Und es ist wirklich jede einzelne Gruppe so einzigartig, wirklich so einzigartig. Wir haben so viele Kinder schon unterrichtet. Im letzten Jahr allein waren es über 300, glaube ich. Ja. Und jede einzelne Gruppe ist so einzigartig und verschieden. Man kann keine mit der anderen vergleichen, wirklich. Und das ist das Schöne am Und Klangimpuls. das Spannende ist, also wir sind ja wirklich in vielen Schulen am Land, in der hoher Ausländeranteil, gar keine Ausländer. Und es ist ein, also was wir wirklich, oder vor allem wir kennen mittlerweile das Schulsystem von innen. Weil von außen kann man gleich sagen, ja, Schule ist doof und die blöden Lehrer oder keine Ahnung was, welche Glaubensmuster diese Menschen haben. Aber im Endeffekt, die Lehrer, die leiden genau gleich von diesem, unter diesem System, ja. Und da ist der Unterschied zwischen Land und Stadt ein riesengroßer. Also in der Stadt hat man ein sehr großes Gewaltpotenzial und weniger Körperintelligenz, auch weniger soziale Intelligenz. Und am Land, da sind die Menschen meiner Ansicht nach freier als in der Stadt. Also das ist für uns ein riesengroßer Unterschied, der sich da klar abzeichnet. Auch freier im Denken. Ja, wir machen wirklich ganz viele verschiedene Dinge, eben auch Großdenken üben, zum Beispiel. Ja, so Runden, wo man einfach hineinfragen, was wäre denn in 20 Jahren, wenn alles möglich ist, was tust du dann, wie stellst du dir die Welt vor? Einfach groß zu denken, so wie niemand sonst denkt. Und da merkt man einfach einen ganz einen großen Unterschied, wie flexibel, wie fantasievoll eben manche Kinder sind und wie computergesteuert andere Kinder eben, oder wie sagt man, Computer, Ja, also ja. ein konkretes Beispiel möchte ich da geben. Also zum Beispiel, wir sind in Graz unterwegs auch und da gibt es halt die NMS, die neue Mittelschule, früher Hauptschule, ob das alle kennen, das ist im Endeffekt von 10 bis 14. Das sind alle die, die nicht ins Gymnasium kommen. Ja? Und im Endeffekt in der Stadt ist es so, das ist so ein bisschen Schule zweiter Klasse. Und da sind wir in einer Schule, da ist 100% Ausländeranteil. Ja, die Leute können auch ein bisschen weniger Deutsch. Und bei dieser Frage, bei diesen Möglichkeitsrunden, da kommen dann öfter so Dinge wie, wenn alles möglich ist, also stell dir vor, es ist alles möglich, du hast unendlich viel Geld, du kannst sein, wo du willst und was auch immer, es ist wirklich alles möglich. Auch das, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Und dann kommt die Antwort, ich möchte bei Minecraft unendlich viel Minecraft-Geld haben. Das ist ein Computerspiel. Ja, es ist alles möglich. Und das Allerbeste und Schönste ist, für dieses Computerspiel unendlich viel Geld zu haben. Okay? Und das ist echt, ja, schon sehr ernüchternd. Und demgegenüber am Land. Und am Land, da haben wir diese Übungen auch gemacht und da kommen Dinge wie, ja, da kann ich, wenn ich denke, dann brauche ich keine Sprache mehr, weil dann kann ich die Gedanken vom anderen lesen oder da kommt dann
sowas wie, da ist dann plötzlich keine Schule mehr und jeder kann dann machen, was er will und ich brauche dann kein Geld mehr zahlen oder weil jeder immer alles und überall genug hat. Oder ja, also das ist ein ganz anderes, es sind wirklich Welten dazwischen. Und das ist auf der anderen, auf der einen Seite ist es schön, dass es diese Fantasie und dass es diesen weiten Geist doch gibt. Und auf der anderen Seite ist es sehr traurig, also für mich oft einmal wirklich sehr ernüchternd, wie es der Andreas gesagt hat, wo ich mir denke, okay, und wie können wir da wirksam sein? Ja, und was mir gerade jetzt einfällt, ihr, die da jetzt zuschaut, damit ihr auch was mitnehmt, schaut einmal an, wo wohnt ihr, wie wohnt ihr, was ist euer Umfeld, ja? Und ich kann nur wirklich dringend empfehlen, wenn ihr Kinder habt, zieht's aufs Land. Mhm. Also, der Stadt ist wirklich Gift für eine Kindheit. Richtig. Und gleichzeitig überlegt euch, mit welchen Menschen eure jungen Menschen sich umgeben. Das ist unglaublich wichtig, dass ihr da gleich wie Gedankenhygiene habt, auch eine Umfeldhygiene habt. Oder zieht aufs Land, schaut, dass ihr bewusste Menschen in euer Umfeld zieht. Ganz wichtig, vor allem für die Kinder. Andreas, und wie sieht denn das aus? Niederösterreich, wie seid denn die da frequentiert? Ja, also wir sind als Verein aufgestellt. Ja? Das heißt, im Endeffekt, Klangimpuls kann global tätig sein. Also wir sind auch global tätig. Man, aktuell funktioniert das jetzt im Großraum Graz. Also wir haben ja in der letzten Schule über 300 Kinder betreut und mittlerweile sind wir am Weg, auch in die Nachmittagsbetreuung zu kommen. Das heißt, das funktioniert dann so. Also normalerweise gibt es ja so diese Nachmittagseinheiten von der Gemeinde organisiert und so weiter. Und wir bieten es unter anderem, also wir bieten an, Klangimpuls zu unterrichten. Ja, das sind dann einfach so meistens so eine Doppeleinheit in der Woche. Und gleichzeitig bieten wir auch vom Verein Sei Mensch an, dass wir die Nachmittagsbetreuung übernehmen. Das heißt, es gibt Schulen, die haben, was weiß ich, 100 Kinder und wir organisieren die gesamte Nachmittagsbetreuung, dass die dort Aufgabe machen, dass die dort spielen und so weiter und so fort. Und das aber im Einklang mit der Philosophie von Klangimpuls. Und Klangimpuls steht im Endeffekt für moderne Hirnforschung, für moderne Lernforschung, für so Leute wie Dr. Joe Dispenza, für Professor Gerald Hüther, für Vera Birkenbiel. Ja, also in diese Richtung. Wo es eben darum geht, dass man den Kindern den Freiraum gibt, selber zu entscheiden, selber Spiele zu erfinden, ihre Fantasie anzuregen und eben tun durch nicht tun, weniger Vorgaben und mehr Langeweile. Denn aus der Langeweile entstehen die besten Sachen. Ja, wir haben jetzt in den Ferien sind wir da am Land, haben wir heute eben 3 Stunden schon Klangimpuls unterrichtet und ist wirklich, also ich bin total begeistert, wie lustig das ist mit den Kindern, wie kreativ sie sind und wie sozial sie miteinander sind. Also das sind wirklich die Kinder sind miteinander und jeder spielt was anderes und schon miteinander und der spielt mit dem und der spielt mit dem im gleichen Raum. Aber es kommt nie zu einem Streit im Grunde. Es kommt nichts Böses raus. Also es sind im Grunde keine Konflikte da, die zu lösen sind. Und wir sind es gewohnt in der Stadt, dass in jeder Stunde einige Konflikte so brennend sind, dass sie wirklich in der Gruppe zur Sprache gebracht werden müssen. Und das ist da nicht der Fall. Es ist wirklich, es ist aber großartig. Wunderbar. Ja, und das Geniale ist auch, der Unterschied wieder zwischen Stadt und Land, die Konditionierung. Ja, also warum heißt es Bildung? Weil wir sind alle individuelle Wesen, die irgendwie unterschiedlich ausschauen. Dann kommen wir in die Bildungseinrichtungen und dann werden wir halt gebildet. So wie wir Plastilinwürfel kommen dann raus und vorher waren wir irgendein wundervoller Schmetterling oder so. Und genau das passiert bei den Kindern halt auch in der Schule, dass sie halt auf Konkurrenz gedrillt werden. Und da ist auch der Unterschied zwischen Stadt und Land, dass in der Stadt
kommt man rein und man sagt, ja, was wollt ihr machen? Es ist alles möglich. Also der Klangimpuls ist jeder, ist alles möglich. Es ist immer alles möglich. Sie können Merkball spielen oder Sie können tun, was Sie wollen. Heute haben Sie zum Beispiel Rakete gebaut und während Sie Ball gespielt haben und dann Trampolin gesprungen haben, ja? Alles im Einklang, alles miteinander. Und in der Stadt ist es dann schon häufig so, dass dann die Kinder daherkommen und sagen, ja, warum kannst nicht du sagen, was wir tun sollen? Das heißt, das ist oft so, die fordern es ein, bespaßt zu werden. Sie fordern es ein, dass jemand anderer denkt, was gut für das Kind ist. Und das ist halt so traurig, dass die schon in der Volksschule teilweise es einfordern, dass das System sagt, was es tun soll. Das ist also immer bei den Medien, okay? So früh startet das. Am Land, da ist überhaupt keine Diskussion. Immer bei den ganzen Rederunden, die sind am Häuschen, dass sie endlich einmal was machen, wo es keine Regeln gibt. Ja, das ist ein unglaubliches Potenzial am Land. Drum sitzt ans Land, lasst die Stadt in Ruhe. Ja, tolles Thema, ein wichtiges Thema, sehe ich so. Und jetzt frage ich nochmal, ob es hier eine Runde da eine Frage dazu gibt. Zum Thema Lernen, da ist ja Deutschland ganz anders. Man hört da ja manchmal katastrophale Geschichten. Ja, die Geschichten, die leider Realität sind. Und vollkommen richtig, wir sollten mehr in die Eigenverantwortlichkeit gehen. Und da sieht man schon, wie Kinder in der Stadt anders funktionieren, wie anscheinend doch noch zum Glück das ländliche Leben, oder? Ja, genau. Ja, aber da gibt es, glaube ich, keine Fragen zu. Ich glaube, die Menschen warten alle auf das monoatomische Gold, da warten Sie. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, und das Schöne ist eben, dass das System das Ganze unterstützt. Das heißt, wir sind jetzt gerade gefördert vom Bund. Das letzte Schuljahr waren wir gefördert vom Bund. Das heißt, es gibt sowohl Möglichkeiten, die Dinge verändern und wirklich an der Wurzel, also die Kinder sind unsere Zukunft. Und wie gesagt, wer so etwas in seiner Schule haben möchte, oder der kennt jemanden, einen Lehrer, einen Direktor, ja, egal wo der ist, momentan österreichweit, vielleicht demnächst auch in Europa, schickt den Link bitte weiter, weil entweder wir kommen stundenweise oder sein Mensch kann auch die gesamte Nachmittagsbetreuung übernehmen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Bereicherung für die jungen Menschen, die dann dort wenigstens in die Eigenverantwortung kommen dürfen. Was kosten bei euch diese Ausbildung oder diese Unterrichtsstunden? Die Unterrichtsstunden, die werden ja vom Bund bezahlt. Das sind fixe Stundensätze, die von der öffentlichen Hand bezahlt werden für die Nachmittagsbetreuung. Das ist das Geniale. Das heißt, das ist kostenfrei. Mhm. Das heißt, für die Schule ist es kostenfrei, die Kosten übernimmt der Bund. Mhm. Und macht ihr das auch in Deutschland oder ist das nur in Österreich jetzt erst? Im Moment ist es nur in Österreich, ja. Genau, ja. Es ist aber erweiterbar. Das heißt, im Endeffekt, sobald jemand, die Klangimpuls-Ausbildung hat, dass er diese Philosophie nach außen vertreten kann, wenn er so denken kann, wenn er neu denken kann. Da geht es ja weniger um eine Ausbildung, es geht eher um eine Haltung. Ja? Und ich meine, in diesen Kreisen da von OkiTalk und so weiter haben die meisten Menschen genau diese Klangimpuls-Haltung. Das ist ja genau das, was wir repräsentieren. Der kann dann mit uns Unterstützung das eigentlich überall an jede Schule bringen. Okay, Dankeschön. Ja, jetzt habe ich gerade was gesagt. Naja, wenn man Österreich jetzt so versteht, wir haben ja hier eine Lernpflicht, da keine Schulpflicht. Und viele Eltern, die jetzt in Deutschland das heute hören, die müssten jetzt eigentlich für sich sagen, ja, wir müssen Deutschland verlassen, weil in Deutschland wirklich die Geschichten sind nicht gerade schön, was man hört, wie man mit ihren Kindern umgeht. Ich finde, da sollten sich die deutschen Pädagogen mal wirklich was annehmen und vor allem das Schulsystem mal überlegen, was es wirklich tut mit den eigenen Kindern. Mit Freude lernen wir, natürlichem Lernen lernen wir, das Hinführen, ein Miteinander finden, nicht immer als Konkurrenz sehen, die eigenverantwortlich wurde gerade angesprochen. Ich denke, das sind wesentliche Aspekte, da sollte man drüber nachdenken dürfen. Und wenn ich jetzt ein Deutscher wäre, der in Deutschland lebt, ich bin Deutscher, aber lebe in Österreich, und würde jetzt eigene Kinder haben, ich denke, da würde ich, je nachdem, wie die Kinder zurechtkommen, natürlich in der Schule, würde ich den Aspekt schon erwähnen, nach Österreich zu gehen. So würde ich das für mich wahrnehmen. Ja, wobei, es ist nicht so einfach. Wir sind in einer Transformationszeit. Ja, also es ist so einfach ist es nicht, dass ich sage,
Ja, es ist erstens nur das Schulsystem oder es ist in Österreich oder das so Geldsystem besser oder was auch ja, immer. Genau, das heißt, die Probleme sind nicht im Außen, die sind nie im Außen. Ja, genau. Ich meine, es gibt bei uns genauso Schulen, wo es schräg läuft, und es gibt Schulen, wo es wirklich gut läuft, die im System sind. Das absolut. Hängt immer von den Menschen ab, die dort handeln. Deswegen das Land. Genau. Und wenn ich zum Beispiel 25 Schüler habe und in der Stadt, in den meisten Schulen, weil es so viele Kinder sind, habe ich immer Klassen mit 25 Schülern, also immer höchste Schülerzahl oder fast immer, dann ist es schwierig, weil wie soll man im Frontalunterricht 25 Schüler unterrichten? Das ist unmöglich, das geht nur mit militärischen Maßnahmen. Und da kann der Lehrer noch so nett sein und noch so gutwill sein, aber es ist nicht möglich. Und das Gleiche ist dann am Land, wenn ich 25 Schüler drinnen sitzen habe. Also das ist auch schwierig, eine schwierige Situation, da braucht man gar nicht reden. Und ich meine, wir haben meine Kinder zum Beispiel, die sind in der Waldorfschule, und da habe ich wieder die Möglichkeit, dass ich sage, okay, das ist Schulsystem, finde ich okay, und je nachdem, welcher Lehrer da drinnen ist, so ist auch dann dieses Schulsystem, weil es ist immer derjenige, der das Messer in der Hand hat, und was macht er mit dem Messer? Ein Messer macht sehr machtvoll, aber die Frage ist, bringe ich jetzt jemanden um damit, jetzt grob gesagt, oder schneide ich mir ein Brot runter, oder schnitze ich irgendein Kunstwerk? Das kommt immer darauf an, was mache ich mit dieser Macht, mit diesem Werkzeug, das mir gegeben wird. Ja. In jeder Hinsicht. Nicht nur jetzt beim Unterrichten, das ist ja überall so, das ist ganz egal. Aber jetzt beim Unterrichten ist es wirklich so enorm wichtig, dass man darauf auch schaut, dass nicht nur das System da schuld ist, sondern es geht immer um jeden Einzelnen, und man kann einfach ganz viel machen. Ich meine, ich weiß nicht, wie eingeschränkt das Schulsystem in Deutschland ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass im Volksschulsystem in Österreich ganz, 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 ganz viele Freiheiten möglich sind. Und dass es einfach darum geht, dass derjenige, der das unterrichtet, der die Kinder unterrichtet, einfach frei und groß denken kann. Und da sind wir wieder am Freidenken. Was ist alles möglich? Was wäre möglich, wenn alles möglich wäre? Und dann schauen, wie komme ich dorthin? Wie kann ich das umsetzen? Und die Sache ist auch die, dass auf dem alternativen Sektor auch nicht alles rosig ist. Weil es geht immer um die Menschen. Und wenn man sich vorstellt, okay, da gibt es jetzt eine Freilernergruppe oder vielleicht auch eine Waldorfschule, ja, dann ist eben die Sache die, wer landet dort in diesen alternativen Schulen? Sind es Leute, die in der Regelschule gescheitert sind? Ja? Oder sind es Leute, die einfach aus freien Stücken sagen, ja, ich bin da dabei, ich mache eine Alternative. Und da geht es wirklich um diese Menschen. Das heißt, wenn ich in einer Klasse bin, wo lauter gescheiterte Schüler drinnen sitzen, dann hat das System, ob ich jetzt in einer Waldorfschule bin, in einer Leising-Schule, in einer Freilernerschule oder ob ich in einer NMS bin, das ist relativ sekundär. Ja? Wenn ich aber jetzt Kinder voller Elan habe und die stecke ich dann in eine Waldorfschule oder in eine Leising-Schule, dann schaut das ganz anders aus. Das ist wirklich wie Tag und Nacht. Also im Endeffekt, dieses System ist sekundär. Wichtiger sind die Menschen und vor allem die Lehrer, weil wir wissen es jetzt von Österreich, dass im Schulsystem von Österreich viel mehr möglich ist, als die Leute überhaupt wissen. Das heißt, der Lehrplan, der ist so freiräumig und großzügig, dass Direktoren jederzeit sagen, okay, können, wir machen jetzt diese Systematik oder jene Systematik. Die Herausforderung ist nur die, dass natürlich die Lehrer und auch die Direktoren haben eine Lehrerausbildung, dass die natürlich von der ehemaligen PEDAG, wie heißt das jetzt? Pädagogische Hochschule. Die Pädagogische Hochschule, dass die rauskommen natürlich mit einem Kasteldenken. Die können nicht ums Eck denken, die haben den Klangimpuls natürlich Faden noch nicht gefunden. Ja? Wenn aber jemand mit der Klangimpuls-Idee eine Schule leitet, kann der im Regelschulsystem auch ganz, ganz, ganz viel bewirken. Darum geht es jetzt weniger um das System, und ich glaube mal, dass es in Deutschland ähnlich ist. Ja, ich kenne zwar auch die Meldungen, in Deutschland ist es natürlich immer ein bisschen schlimmer, diese Manipulation und so weiter, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn der richtige Direktor dort sitzt, kann der ganz viele Dinge tun.
Wir haben hier noch eine Frage, die ist bei mir. Ich habe einen Gast, das ist die Tünde ist bei mir und ich schalte sie mal frei. Und Tünde, dein Mikrofon. Ja, hallo, schönen Abend wünsche ich euch. Ich habe eine Frage. Also ich habe das zwar jetzt, ihr habt das schon eigentlich beantwortet, aber ich will das gar nicht so ganz glauben, weil ist das wirklich so, dass das die Schule also praktisch nichts kosten würde? Es ist so, Klangimpuls wird vom Bund gefördert. Ja, das heißt, es gibt Projekte, die der Bund fördert und Klangimpuls fällt dazu. Das heißt, momentan zum Beispiel jetzt einmal die Sommerschule, das bezahlt die Gemeinde. Die Gemeinde hat da einfach Töpfe von Förderungen und da muss die Gemeinde ansuchen. Und sonst, das letzte Schuljahr waren wir eben bei 300 Kindern und hat kein einziges Kind etwas bezahlt. Okay. Ja, also das heißt, also mein Kind kommt jetzt in der dritte Klasse halt, ne? Und das ist in Österreich ja so, da gibt es ja keine Schulpflicht, aber Bildungspflicht, ne? Sie wird ja dann trotzdem irgendwie geprüft. Und wie ist das dann? Müsste man dafür was bezahlen, für diese Prüfungen, wenn sie in die Schule geht, zu prüfen oder auch nicht? Das heißt, du sprichst, Tünde, du sprichst da jetzt die Freilernerszene an, wie das in Österreich funktioniert, meinst du? Ja, sowas in der Richtung, genau. Also Ja, das ist jetzt ein bisschen off-topic. Also da gibt es zum Beispiel freilerner.at, da bekommst du diese Informationen alle. Ja, also das sprengt den Rahmen dieser Sendung ein bisschen. Also ja, das passt nein, schon, danke. bezahlen muss man da mal, also muss man nichts. Ja, nur du unterrichtest die Kinder halt selber. Aber nichtsdestotrotz musst du natürlich dann nachher für diese Prüfung lernen. Und das gibt halt das System vor. Gut. Ja, danke schön. Danke, gehen wir weiter. Mit Mikrofon natürlich von dir. Ja, das wäre Klangimpuls. Also bitte schickt den Link weiter an Leute, die sich da auskennen, die Interesse haben, die Leute brauchen, hey, ich mag eine neue Nachmittagsbetreuung haben, ich bin mit der jetzigen nicht so im Einklang. Ja, denkt dann auch Leute an Bekannte, an einfach weiterleiten. Darüber freuen wir uns immer. Das heißt, wir können jetzt schon eine Musikpause machen nach dem Themenblock und dann gehen wir in die in das monoatomische Gold. Ja, so Vielen machen wir es. Dank. Ja, wunderbar. Dann sage ich mal Player frei, wenn ich richtig verstanden habe. Und der nächste Song ist Selina Bostik, Religion und Musik ab. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück. Und jetzt gehen wir zu dem Thema, so wie ich verstanden habe, das monoatomische Gold. Und ihr seid bei Andreas Unterweger, Dr. Andreas Unterweger. Und seine Homepage ist www.seimensch.net. Andreas, die nächste Runde. Ja, grüß euch. Viele von euch seid ja, habt eingeschalten, genau wegen des monatomischen Goldes. Vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank dafür. Ja, das monatomische Gold. Also, wir haben viel recherchiert und sind ziemlich begeistert. Also, was tut das monatomische Gold? Also, die Bianca ist ja ein Nährstoffcoach und sie kann da ein bisschen, möchtest du vielleicht erklären, was das mit diesen Nährstoffen zu tun hat. Ja, also in unseren Böden, und das ist eh allgemein bekannt, glaube ich, dass die Böden ausgelaugt sind durch die Monokultur. Und ja, und Gold ist auch ein Stoff, den wir im Körper auch brauchen. Und der ist so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Ja, also Spuren vorhanden im blauen Weibchen. Farbstoff. In Veilchen, ja, in blauen Farbstoff von Früchten und so weiter, aber halt eben in Spuren. Und dieses monoatomische Gold wirkt wie ein Supraleiter in unserem Gehirn. Und nachdem unser Gehirn ja elektrisch funktioniert, also die Nerven elektrisch funktionieren, kann man sich das so vorstellen, dass diese Leiterfunktionen im Gehirn einfach schneller leiten durch dieses monoatomische Gold. Es wird immer wieder verglichen mit dem kolloidalen Gold.
ist aber ganz anders. Das kolloidale Gold, von dem kann man eine Überdosis nehmen, wenn man es literweise trinkt, vom monatomischen Gold nicht. Das darf nicht verwechselt werden. Das monatomische Gold wird bei Überdosierung ausgeschieden. Es hat auch keinen metallischen Charakter mehr und wirkt aber im Körper viel, viel schneller und besser als das kolloidale Gold. Monoatomisches Gold wird auch hergestellt aus 99,99%igem Gold und hat aber nach dieser Prozedur, wie das Elixier eben hergestellt wird, keinen metallischen Charakter mehr. Aus diesem Grund ist es dann auch wieder ausscheidbar, was eben beim kolloidalen Silber oder Gold nicht möglich ist. Es bleibt dann eben im Körper. Ja, zu den... Und bei der Herstellung ist auch noch zum Sagen, das monatomische Gold verliert eben diese metallische Eigenschaft und es reduziert sein Gewicht auch auf die Hälfte ungefähr. Das heißt, viele Leute sprechen dadurch von dem monatomischen Gold als ein Element zwischen der Materie und der Feinstofflichkeit. Mhm. Und deshalb, und es wirkt eben auch auf das dritte Auge, also generell auf die Hypophyse. Das ist ein bisschen schwierig jetzt in diesem Kontext von Wirkung zu sprechen. Das heißt, das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Da geht es um den rechtlichen Rahmen, ja. Das heißt, also es kann so wirken. Es kann eben auf die Hypophyse wirken, es kann auf das Denken wirken. Es hat, ja, es kann ganz viele Dinge bewirken. Und wir sind eben bei Sein Mensch auf der Forschungsebene da unterwegs und wir erforschen die Wirkungen und schauen, dass wir nicht etwas, ein Produkt vermitteln, sondern das Ganze ist wirklich ein Erforschen dieses Elixiers und jeder, der bei uns Mitglied wird, ist herzlich eingeladen, das Formular auszufüllen vor der Einnahme. Dass also es wirklich gibt einen Fragebogen. Genau, wo man wirklich schauen kann, wie ist mein Jetzt-Zustand, wie geht's mir jetzt, wie schlafe ich jetzt, wie geht's mir mit meinen Themen und so weiter, wie geht's mir seelisch, körperlich, geistig. Und dass man das einmal festhält und dass man den Unterschied nach ein paar Wochen wirklich sieht und das schriftlich hat, weil oft ist es so, dass man diesen Unterschied oder das, was da passiert, dann gar nicht so schnell merkt, sondern dass man von Fremden angeredet wird und die sagen dann, du bist seit einer Zeit bist du so ausgeglichen oder so und was ist da passiert? Und ja, das sind so die Geschichten, die dann eben so passieren, wo man das selber gar nicht so richtig realisiert. Also bei mir zum Beispiel, also seitdem ich das Gold nehme, schlafe ich besser. Also früher war es so, dass ich da ein-, zweimal in der Nacht aufgestanden bin, seither passiert das nicht mehr. Und es ist einfach so, wenn du mich so fragst, und wie geht's dir, dann sage ich ja eh gut. Weil wenn mir etwas nicht mehr wehtut, dann fällt das nicht so stark auf. Es fällt was auf, wenn etwas weh zu tun beginnt. Ja, aber die Schulter, die mir sonst weh tut, die schreit nicht mehr, nachdem ich was nehme. Hilfe, Hilfe, es tut nicht mehr weh, es tut nicht mehr weh. Okay? Dementsprechend ist es ganz wichtig, solche Fragebögen auszufüllen und zu reflektieren, weil es gibt Veränderungen in die positive Richtung, die man eben oft nur dann merkt, wenn man darüber reflektiert, wie das Aufwachen zum Beispiel, dass ich besser schlafe. Ja, das ist etwas Wichtiges. Oder zum Beispiel Träumen. Also mein Hauptbeweggrund war eigentlich das Träumen, weil ich mich immer erinnert habe, ja früher, da habe ich so schöne, intensive Träume gehabt und das habe ich in letzter Zeit nicht mehr gehabt. Ich habe schon hin und wieder geträumt, das war auch schön, aber es war sehr selten. Und noch viel seltener habe ich mich daran erinnern können, dann nachher noch. Ich habe sogar ein Traumbuch geführt, das ich dann in der Früh da schnell aufschreibe, damit ich dann wenigstens am Tag noch ein bisschen was von diesem Traum habe. Ja. Und durch dieses Gold hat sich einfach diese Traumregelmäßigkeit einfach erhöht.
Und es ist auch ganz spannend, weil man redet natürlich mit Leuten drüber, weil manche Leute sagen, ja, okay, träumen, das ist ja für nichts. Ja, ich stehe ja nur auf in der Früh, damit ich arbeiten gehen kann. Ja, solche Meinungen haben Menschen. Und dann habe ich eigentlich reflektiert, okay, was bringt es mir eigentlich, dass ich träume? Weil vielleicht ist es eigentlich eh nur ein totaler Humbug, ob ich jetzt träume oder nicht, das ist eh scheißegal, ja. Wichtig ist aufstehen und arbeiten gehen, ja. Und ich bin dafür da drauf gekommen, dass dieses Träumen für mich wirklich Schlafqualität bedeutet. Das heißt, ein schlafloser traumloser Schlaf hat für mich weniger Schlafqualität. Das ist so dieser zum Beispiel, wenn man ein Schlafmittel nimmt. Das ist dann meistens ein traumloser Schlaf, hat eine schlechte Qualität. Und durch dieses Träumen, durch dieses monatomische Gold, hat sich dadurch eben auch meine Schlafqualität erhöht. Und ich schlafe unter anderem auch besser, vielleicht auch deshalb. Ja, meine Frage ist, gibt es da Fragen zu? Und jetzt möchte ich doch nochmal diese Frage auch von meiner Seite aus mal beantwortet haben. Ich habe es noch nicht verstanden, ich bin da ein Laie. Was ist der Unterschied zwischen ein kollidiales Silberwasser oder Goldwasser jetzt zum monoatomischen Gold? Hör dich nicht? Oh, das war jetzt die falsche Taste. Also der Unterschied ist die Größe. Das monoatomische Gold ist monoatomisch, einatomig. Das heißt, du kannst es nicht mehr kleiner zermalmen. Ich meine, mit Malen hat das eh nichts mehr zu tun, aber du kannst es nicht mehr verkleinern. Es ist monoatomisch. Kolloide, das sind Cluster, das sind Moleküle. Ja, also nicht Atome, sondern Moleküle. Und diese Kolloide, kolloidales Gold zum Beispiel, hat die Eigenschaft eines Metalles. Ja, es ist magnetisch, elektrosmogmäßig zum Beispiel, wäre das relevant. Ja? Beim Monoatomen ist es nicht mehr relevant. Das verhält sich nicht mehr wie ein Metall. Und darum ist es auch von der Qualität her anders. Und ja, das klingt sogar plausibel. Viele Hersteller, die monoatomisch draufschreiben, haben ganz einen geringen monoatomischen Anteil drinnen. Das meiste davon ist oft eben kolloidal. Und das ist eben dann von der Qualität anders. Das nächste ist natürlich auch, weil wir uns da auseinandergesetzt haben, es gibt technisch hergestelltes monoatomisches Gold. Und das hat auch von der Energie her was anderes. Und wir haben dann recherchiert, dass es geht nicht nur darum, okay, dass es jetzt einerseits das monoatomisch oben steht. Natürlich, man kann viele Dinge kaufen, da steht monoatomisch oben. Es geht auch darum, erstens, dass das wirklich drinnen ist. Ja, weil aus Salz zum Beispiel kann dieses monoatomische Gold ganz, ganz schwer hergestellt werden. Dementsprechend ist das dann, was im Internet angeboten wird, kolloidales Gold und nicht monoatomisches Gold. Und das nächste ist das, wenn ich dann ein Erzeugnis habe, das wirklich monoatomisch ist, dann geht es auch darum, wie es hergestellt wird. Und deswegen sind wir eben auf diese alchemistische Herstellung gekommen, weil das eben auch nach alten traditionellen Rezepten erfolgt und dass auch die Energie, also der Geist des Alchemisten ist im Elixier vorhanden. Danke für die Ausführung. Der Jenne ist dabei. Mal kurz fragen, wer ist denn hier zum Thema mit dabei in der Runde? Der Armin ist da. Franz Reutinger ist ja auch da. Mal kurz flackern mit dem Mikrofon. Ja, ist auch da. Und der Roman Reuter ist ja auch da. Ist nicht da und die Tünne sitzt neben mir. Ja, dann würde ich doch sagen, Jenne als erstes, weil er das Mikrofon als erstes betätigt hatte. Jenne, dein Mikrofon. Ja, danke nochmal. Ja, Andreas, also mir ist das ein bisschen suspekt. Also wenn man sich die Herstellung anguckt, also bei kolloidalem Gold oder Silber, da ist es einfach destilliertes Wasser mit Nanopartikelteilen an Silber und Gold. Wenn man sich jetzt das monoatome Gold anguckt, alleine, also du hast gerade schon mal die Herstellung angesprochen. Wenn ich mir das angucke, also ist es ja nur nochmal Salz und dann kommen nochmal zwei, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, welche Chemikalien da reingekippt werden, aber wenn man dann sieht, was das für eine Suppe und Brühe wird und das ist ja ein hochchemischer Prozess, der da vollzogen wird, der das Gold zersetzt. Und das soll man sich dann noch in den Organismus tun? Ja, genau. Es sind aber keine
wie soll ich sagen, du hast da irgendwelche Chemikalien gesagt, also es geht da nicht um Chemikalien. Hast du das gelesen, die Herstellung? Ja, genau. Ja, also gelesen und auch also im Film. Ich habe es vorhin, also bevor die Sendung angefangen ist, habe ich es Von welchem monatomischen Gold sprichst du? Genau. Da gibt es ja viele. So, ja, okay. Bei uns steht da drin ein monatomisches Gold, Quarz-Nanocluster als Lösung, weil bei uns ist da ist kein Salz drinnen. Also ich kann Salz nirgends da lesen. Also wir haben das sicher nicht hingeschrieben und auch nicht der Alchemist. Ja, also Natriumchlorid. Nein. Ja, genau. Eben. Es gibt da ganz viele Sachen, die eben angepriesen werden als monatomisches Gold und die es meistens nicht sind. Es gibt da viele Foren, die sich damit auseinandersetzen, was ist das Echte, was ist ein Gefälschtes und was auch immer. Und lest euch da ein bisschen rein, weil es ist als Außenstehender relativ schwierig zu beurteilen, was ist es jetzt, was ist gut, was ist nicht gut. Und das, wo eben Salz dabei ist, was aus Salz gewonnen wird, ist es also eigentlich fast nie. Also vielleicht gibt es eines, aber ich kenne keines, das aus Salz gewonnen worden ist. Mhm. Ja, ist also nicht nur Salz. Ach so, Entschuldigung. Also die da irgendwie mit Salz gewonnen werden, das ist eher kolloidales Gold. Das wird aber verwechselt. Und das hat aber nichts mit monoatomischem Gold zu tun. Das haben wir auch nicht, also das ist bei uns nicht drinnen. Da sind keine Salze. Vielleicht ein Hinweis für euch alle, ihr seid ja internetaffin, geht es auf die Webseite seimensch.net, ja, und da findet sie Informationen dazu, zu dem monatomischen Gold, was wir verwenden. Weil im Endeffekt, das ist wieder Universum. Es geht darum, eben nicht nur irgendwas zu kaufen, wo das oben steht, sondern es geht darum, dass die Qualität wirklich passt. Im Mitgliederbereich am besten. Schaut rein in den Mitgliederbereich und da ist die Beschreibung ziemlich umfangreich, was das monatomische Gold betrifft. Und da ist auch die Herstellung, wie das genau hergestellt wird, hat das eben der Alchemist ganz genau aufgelistet. Ja, ein rechtlicher Hinweis ist nur der, wenn Sie im Mitgliederbereich seid, akzeptiert Sie, dass Ihr Mitglieder seid. Ja? Mhm. Also die Dinge, die da drinnen stehen, sind eigentlich nur für Mitglieder. Ja. Alles ist gut. Jetzt gehen wir direkt weiter. Janne, lass mal ruhig. Wir machen die Runde nochmal voll. Kommst ja gleich nochmal zu Worte sicherlich. Der Germane ist bei uns und Hab Peacekeeper bis Hab Wolkenbruch ist er, heißt er heute. Ist er denn heute auch da, der Hab? Nein, ist nicht da. Und dann aber den Armin. Hallo, guten Abend, Armin. Hallo, schönen Abend. Wir hören dich nicht. Armin, nochmal. Nein, du bist nicht zu hören. Geh mal direkt weiter zum Franz. Schau mal nochmal nach deiner Technik. Na, und dann sollte das funktionieren. Franz Reutinger, guten Abend. Guten Abend, die Runde. Guten Abend, Andreas. Eure Vorträge sind sehr interessant für mich. Klangimpuls, sehr, sehr interessant. Vielen Dank, Franz. Diesen Ausdruck kenne ich nur von der DNA-Geschichte, dass in der DNA wir auch unter anderem monoatomisches Gold haben für die Funktion unserer Zellen, für die optimale Funktion und dass es tatsächlich aufgrund der Industrialisierung diese Spurenelemente im Abnehmen sind. Und es ist schön, dass ihr dieses Thema aufgreift. Ich bin der Meinung, dass es hier um eine ganz feine Geschichte geht. Es geht in Richtung Bewusstsein, es geht in Richtung Träumen, es geht in Richtung Gehirnfunktion von Hirnforschern. Das kollidiale Gold und Silber hat einen ganz anderen Wirkbereich, meiner Meinung nach, speziell das kollidiale Silber ist ja eher antiseptisch, entzündungshemmend. Für Menschen, die in Entzündungsbereichen, in Reparaturbereichen sind, von vergangenen Konflikten. Und ich glaube nicht, dass man das vermischen sollte, sondern die Vorzüge von monoatomischem Gold einfach als eigenes großartiges Element zu betrachten.
Und wie ihr hier ja schon feststellt, gibt es auch von der monoatomischen Seite sehr viele Unterschiede in der Qualität, in der Wirkweise und in der Erzeugung. Und ja, am besten ist es, dass man euer Produkt einfach persönlich testet und einfach Schlüsse draus zieht. Wie wirkt das bei mir? Wie wirkt kollegiales Silber bei mir in Problemen? Wie wirkt kollegiales Gold bei mir? Mit den ganzen Hinweisen der Eigenverantwortung und der möglichen Überdosierung und so weiter, dass man aufpassen muss. Man muss immer überall aufpassen. Aber ich finde deinen Ansatz sehr, sehr gut. Danke. Ja, danke, Frank. Und wer jetzt Lust bekommen hat, das einmal auszutesten, haben wir das sehr einfach gestaltet. Weil ihr braucht nur auf seimensch.net gehen und das scrollt dann runter und dort ganz unten gibt es das Mitgliedsformular. Das füllt ihr einfach aus, schickt es ab und wir senden euch versandkostenfrei das monatomische Gold zu. Und wichtig ist, also wir möchten uns da gerne abgrenzen von irgendwelchen Leuten, die jetzt nur Konsumenten suchen, um irgendwelche Produkte zu verwenden, sondern bei uns, was uns ganz wichtig ist, also grundsätzlich geht es ja darum, um eine Bewusstheit. Warum machen wir das? Warum machen wir das? Und vor allem, warum machen wir das so günstig? Also wir arbeiten jetzt so, also der Alchemist, der unterstützt unser Forschungsprojekt. Deshalb ist es uns möglich, dass wir das monatomische Gold gegen einen Förderbeitrag von 60 Euro zur Verfügung stellen können. Ja, das heißt, sonst überall woanders, also so günstig gibt es das nirgends, ist das eine. Und das andere ist das, wir machen wirklich Forschung damit. Also wir brauchen keine Leute, die sagen, ja, okay, wo ist das jetzt am billigsten? Es geht nicht darum, wo ist das jetzt am billigsten und das google ich und dann nehme ich das und dann bin ich alleine. Das ist nicht die Zielgruppe. Das möchten wir nicht. Die können dann auf, keine Ahnung, wo sie etwas Ähnliches herbekommen, das dort kaufen. Bei uns geht es darum, dass wir wirklich einander auf Augenhöhe begegnen und uns gegenseitig dabei unterstützen, unser Bewusstsein zu erhöhen. Weil die Bianca ist ein Nährstoffcoach. Dementsprechend habe ich auch ein bisschen eine Erfahrung, okay, was sind Nährstoffe, was bringt Zink, was C, was D und was auch immer, ja, das ganze Alphabet durchfasst. Aber im Endeffekt, worum geht's? Es geht natürlich auch darum, dass ich bessere Nägel habe und bessere Haare. Aber wenn ich mein Bewusstsein stärke, dann habe ich automatisch bessere Haare und bessere Nägel, weil ich mit einem gestärkten Bewusstsein gewisse Dinge nicht mehr konsumiere und andere Dinge schon. Ja, und genau darum geht's. Darum glauben wir eigentlich, also ich persönlich glaube, dass der größte Impact, der größte Hebel, den wir als Menschen tun können, ist, dass ich mein ganz persönliches Bewusstsein steigere. Also ich kann natürlich zur Wahl gehen und gegen den Krieg kämpfen und was auch immer machen, ja. Es sind sehr viele Dinge, die sinnvoll dabei sind. Nur, ein bisschen geht es in die Richtung, rette dich selbst und dann die anderen, ja. Also wie beim Flugzeug, zuerst die Sauerstoffmaske aufsetzen, dann den anderen. Und wie der Jesus auch schon gesagt hat, also du erkennst den Splitter im anderen, aber deinen eigenen Balken erkennst du nicht. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist, erkenne deinen eigenen Balken im Auge, entferne den eigenen Balken und dann kannst du gut den Splitter im Auge des anderen entfernen. Okay? Was bei mir also wirklich ganz viel bewirkt hat, das monatomische Gold, ist, dass ich in Situationen, wo ich vorher ausgerastet bin, einfach ganz cool bin, weil es mich nicht mehr berührt, weil dieses Thema erledigt ist, weil es mir bewusst wurde und ich dieses Thema erledigt habe. Und das sind so Dinge, die sind unbezahlbar. Das ist schier unbezahlbar. Und das sind so viele Situationen, wo ich einfach merke, aha, da bin ich jetzt wirklich einen Schritt weitergekommen. Und das in so kurzer Zeit, wo ich sonst, ich weiß nicht, wie viele Seminare, Ausbildungen und so weiter brauche. Und wir machen das mit unseren Leuten, die eben dabei sind, bei diesem Forschungsprojekt Monatomisches Gold, da machen wir einmal im Monat einen Zoom-Meeting, wo wir uns eben per Zoom, also das ist sowas Ähnliches wie Skype, übers Internet eben treffen und uns austauschen,
was so passiert ist und wie es Ihnen geht und eben wie es uns geht mit dem monatomischen Gold, mit dem Elixier und was sich so getan hat, dass wir auch nicht alleine dastehen mit diesen Erfahrungen, sondern dass man sich da gegenseitig unterstützt eben. Und wenn ich dann so schaue und selber bei mir dann bemerke, ah ja, schau, genau, das ist jetzt ganz anders als vorher, dass ich, wenn ich es anspreche, dass dann jemand anders dann auch sagt, ah ja, genau, ja, stimmt, bei mir war das auch so, dass einfach die Dinge mehr bewusst werden. Und wenn man zum Beispiel wirklich irgendwo Fragen hat, dass dann jemand da ist, der die Fragen auch beantworten kann in den meisten Fällen. Ja, und es geht ja um diese, auch um diese Manipulation. Das ist ja, also im Endeffekt, das sind die zwei Gegenspieler, Bewusstheit und Manipulation. Je bewusster ich werde, desto weniger kann ich überhaupt manipuliert werden. Ja, wobei die Manipulation ja nicht nur negativ ist. Wir manipulieren uns ja ständig. Das ist, wir beeinflussen uns, weil wir einfach soziale Wesen sind. Nur, was wir auch in der Schule so stark merken, dass diese Konditionierung, diese Manipulation oder jetzt vom Herzrad, also die Autoindustrie, die manipuliert natürlich die Medien, damit halt solche Kabinenroller noch nicht herumfahren. Ja, deswegen gibt es das ja noch nicht. Weil man, deswegen dürfen wir das jetzt auf den, einfach unter die Leute bringen. Und je mehr ich in diese Bewusstheit komme, desto mehr weiß ich, was ist wirklich gut für mich. Und das sind einfach die Eltern, die Kinder, mein Umfeld manipuliert mich natürlich auch in eine gewisse Richtung. Und das natürlich aus einer Unbewusstheit in eine falsche Richtung. Ja, also. Und dementsprechend kann ich dann viel stärker schauen, was ist wirklich gut für dich, für meinen Seelenplan, zum Wohle aller. Das heißt, von dem her ist diese Bewusstseinssteigerung, finde ich persönlich, die allerbeste Friedensarbeit, weil dadurch komme ich selber in den Frieden. Ich reduziere meine Streitzeit, ja, weil wir alle, man höchstens sind da so viele Erleuchtete dabei, streiten hin und wieder, ja, oder regen sich über irgendwas auf oder was auch immer. Und jedes Mal, also der Begriff inneres Kind, Stephanie Stahl zum Beispiel, falsches Zentrum, Glaubenssätze, Muster und so weiter, oder bis hin zum Bioroboter. Ja, okay, also im Endeffekt Reptilienhirn Kurzschluss. Das heißt, jeder, der solche Begriffe kennt und jeder, der ein bisschen mit Bewusstseinsarbeit sich beschäftigt, der weiß, dass ich selbst auch hin und wieder in diesem Bioroboterzustand bin. Ja, das ist immer eine Erkenntnis, dass ich sowas habe. Wer diese Erkenntnis noch nicht hat, der ist vielleicht noch nicht reif für das reif ist jeder für das monatomische Gold. Aber es geht in diese Feinheit hinein, dass ich erkenne, okay, ich bin jetzt nicht perfekt. Es gibt in meinem Leben einfach Glaubensmuster, die wollen verändert werden. Es gibt Themen, es gibt Streitpunkte. Und dieses monatomische Gold hilft mir da einfach ungemein, dass ich diesen Themen auf die Schliche komme. Und das Gold macht es auf so eine schöne Art und Weise, dass es jeden dort abholt, wo er steht. Ja, man ein bisschen vergleiche das im Endeffekt auch mit dem Spurenelement. Das heißt, wir alle, so wie wir da jetzt in der Leitung sind, haben wahrscheinlich einen Goldmangel. Ja, dementsprechend, sobald ich jetzt wieder dieses Spurenelement hinzufügen, kann ich einfach besser denken. Also es gibt diese IQ-Tests, also wenn mit monatomischem Gold soll man angeblich 20% IQ-Steigerungen bekommen. Das heißt, egal wo ich stehe, mit jedem Tropfen Gold hebe ich mein Bewusstsein, kann ich besser denken. Es kommen die Themen herauf, die ich bearbeiten kann. Das heißt, es überfordert mich auch nicht. Und gleichzeitig ist es auch schön, dass gewisse Dinge sehr stark spürbar sind, wie zum Beispiel dieses Schlafen, also wirklich sehr, sehr rasch der Unterschied oder das Träumen. Unsere Nachbarin zum Beispiel, die Nachbarin hat jahrelang nicht geträumt. Dann haben wir mit ihr geplaudert, die habe ich ihr erzählt, dass ich eben das monatomische Gold nehme und seitdem träume ich wieder so schön. Und sie hat gesagt, hey, seit Jahren träume ich nicht mehr. Und sie hat das total vermisst. Früher hat sie so schöne Träume gehabt, die sind jetzt nicht mehr. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, da geht es nicht um irgendwas, das ich jetzt im Traumdeuten anfangen soll oder dass das irgendwie wichtig wäre, was es auch sein kann. Aber es geht in erster Linie um eine Lebensqualität, um eine Schlafqualität. Und jetzt träumt sie wieder. Jetzt hat sie schon das zweite Fläschchen geholt, weil sie möchte diese Lebensqualität wieder haben. Sie hat gespürt, okay, dieses Spurenelement braucht sie. Und von der konventionellen Nahrung bekommen wir das nicht.
Höchstens du gehst in den Wald und tust Kräuter sammeln. Also das ist eine super sinnvolle Sache. Also geht in den Wald Kräuter sammeln. Wenn sie das aber nicht tut, habt ihr keine Chance, das überhaupt über Bio oder Demeter-Qualität reinzuholen, weil selbst der Demeter-Boden ausgelaugt ist. Ja, danke. Und hier in der Runde ist der Frankie hinzugekommen. Jetzt möchte ich aber den Frankie noch nicht begrüßen. Der kommt gleich dran, denn die Reihenfolge war ja auch der Germane, der bei uns ist. Germane, bist du denn jetzt, Armin ist das ja. Bist du dann im Mikrofon? Schauen wir mal. Ja, geht's jetzt? Hört ihr mich? Ja, ein bisschen leise bist zwar noch, aber du bist zu hören. Na gut, okay, dann rede ich einfach ein bisschen lauter. Also das monoatomare Gold ist mir seit langem bekannt. Ich habe mir ja auch bezüglich der alchemistischen Herstellung mal schlau gemacht. Das ist aber schon ein paar Jahre her, so genau habe ich es nicht mehr auf dem Schirm. Was ich aber sagen kann, ist, dass es damals, auch den alten Geschichten her, wurde es ja Manna genannt und in Form, die das damals haben, haben sie das so gemacht, dass es eine Art weißes Pulver war. Zuerst der letzte Schritt war so leicht violett und dann am Ende war es weiß. Jetzt dieses von Alchemia Nova, das was bei euch da auf der Seite steht, das ist jetzt da in Alkohol gelöst und in flüssiger Form. Bezüglich der Herstellung habe ich da einfach eine Herausforderung, weil ich mir keine Quarzcluster vorstellen kann mit irgendwelchen Kassadenexplosionen. Da fehlt es mir einfach am Verständnis, weil es mir unbekannt ist. Vielleicht kannst du mir hier ein bisschen Klarheit geben. Ja, ich bin doch ein ziemlicher, ja, mir haben sie schon so viel erzählt, das ist das Beste, das ist das Tollste. Und ich will da einfach für mich eine Sicherheit haben, ein gutes Gefühl, dass ich sage, Mensch, okay, das kannst du jetzt mal machen. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen. Ja, das werde ich jetzt übernehmen für den Andreas, und zwar am 5. August, da haben wir wieder unser Zoom-Treffen, unser Zoom-Meeting, und da ist in dem Fall der Alchemist selber dabei, dem man diese Fragen stellen kann. Ich persönlich, oder wir persönlich, wir wissen jetzt auch nicht genau, wie das hergestellt wird, also mehr als das, was da steht, können wir dir auch nicht erklären, und ich weiß auch nicht, was das Ganze genau heißt. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch und ich entscheide für mich einfach nach dem Gefühl und ob das für mich passt oder nicht. Und bei dem monoatomischen Gold hatte ich ein unglaublich gutes Gefühl. Ich bin da auch wirklich, also in dieser Geschichte bin ich auch sehr gut. Also wenn ich das Gefühl habe, das muss es sein, dann ist es auch so. Dann passt es auch perfekt. Und in dem Fall war es wortwörtlich ein Goldgriff, weil ja, da bleibt einfach kein Auge trocken sozusagen bei dem monoatomischen Gold. Da hat einfach jeder so eine Wirkung. Jeder, der das jetzt von uns, von unseren Bekannten oder ich selber genommen habe, es hat einfach jeder seine Wirkung und es wird wirklich jeder dort abgeholt, wo er ist, weil es ist nicht so, dass man dann in irgendwelche Sphären gebombt wird, dass es irgendwie so huhu ist, sondern das, was ja jeder gerade braucht, ist passiert. Und das finde ich bei dem Mittel wirklich so unglaublich. Also bei mir war es zum Beispiel so, ich hab da so Erkenntnisse plötzlich gehabt, weil man gedacht hat, wow, das ist ja unglaublich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die ihr da zuhört, dass man einfach plötzlich, dass es wie Schuppen von den Augen fällt und ihr wisst auf einmal was, was ihr im Kopf schon immer gewusst habt, aber jetzt ist es in jeder Zelle angekommen und ihr habt es total verstanden und integriert. Und jetzt gehört es dann nach dieser Erkenntnis einfach nur mehr umgesetzt, gelebt. Diese Erkenntnis, und das ist riesig, also vor allem mit dieser Erkenntnis, es war in dem Fall, ich kann es eh erzählen, das war die Erkenntnis, sie wünschen, wir spielen, wie die Welt funktioniert. Und mir ist es unglaublich bewusst geworden, dass das Ganze wirklich nur in meinem Kopf funktioniert. Also jeder in jedem seinem Kopf quasi, der kreiert jeder seine eigene Welt.
Und zwar nicht nur so, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt mich auf die gelben Dinge im Raum konzentriere und dann sage ich so, und jetzt erzähl mir, welche Dinge sind braun, dann weißt du leider nicht so viel über braune Sachen, weil du dich auf die gelben konzentriert hast, sondern du kreierst dir es tatsächlich. Das heißt, wenn du dich auf die gelben Sachen im Leben konzentrierst, dann bekommst du wirklich mehr gelbe Sachen. Nicht nur, weil du die Aufmerksamkeit dorthin ziehst, sondern es ist so, du kreierst dir das. Und das sind dann so, ja, wie Zufälle oder Fügungen, die dann passieren. Oder auch Pech. Manche, die dann sagen, ach, das war halt Pech, ich habe immer nur Pech. Oder ich erwische immer nur den Falschen. Also das sind so Dinge, da sage ich, das ist rein kreiert. Rein selber kreiert. Und deswegen ist diese Hygiene, diese Gedankenhygiene so unglaublich wichtig. Und ich nehme mich jeden Tag bei der Nase, jeden Tag, und schaue, was ich denke, weil ich jetzt weiß, weil ich es spüre und weil ich es einfach wirklich in jeder Zelle weiß, dass es so ist. Ich muss aufpassen, was ich denke, weil ich kreiere in jedem Moment. Mit jedem Gedanken kreiere ich. Und das ist manchmal fast beängstigend, weil wenn ich schlecht drauf bin, dann ist es nämlich nicht lustig für mein Umfeld. Ja, und um auf deine Frage zurückzukommen, also am 5. August, das ist am Montag, 20.30 Uhr, also Montag, 5. August, 20.30 Uhr, haben wir eben das Zoom-Meeting mit dem Alchemisten für die Mitglieder. Also von dem her einfach auf seinmensch.net, wirst Mitglied, ein Fläschchen probierst aus. Und dann kannst du gleich mitreden und dann diese Detailfragen, oder du stellst die Detailfragen vorher und nachher probierst du das aus, ja. Auch eine andere Möglichkeit, auf alle Fälle da wirklich den Experten selbst, der das wirklich selbst energetisiert und herstellst vor Ort. Super, Frank möchte was sagen, Franz Reutinger. Ja, eine Frage, welche Größenordnung hat die Flasche und welche Dosis, ist ein Erfahrungswert? Also die Flasche hat 10 Milliliter und man nimmt ungefähr einen Tropfen pro 10 Kilo. Also durchschnittlich steht drauf 7 Tropfen pro Tag. Man kann das dann eben reduzieren auf 3-4 Tropfen pro Tag und man kann das auch natürlich dann ausprobieren, nimmt man es am Abend unter die Zunge rein oder nimmt man es am Morgen unter die Zunge. Also es ist immer unter der Zunge. Und wichtig ist eben, dass man schaut, geht es jetzt wirklich ums Träumen. Ich zum Beispiel träume immer sehr viel. Habe das probiert am Abend. Das war mir dann zu unruhig, der Schlaf. Und ich habe mich entschieden, ich nehme es am Tag. Und das hat für mich am Morgen, gleich nach dem Aufstehen, die bessere Wirkung gehabt. Beim Andreas ist es umgekehrt. Also das ist wirklich individuell verschieden. Und am besten ist, man probiert es selber aus. Wir haben auch schon ein Mitglied gehabt. Der hat am Anfang gleich einmal 20 Tropfen genommen, am ersten Tag. Und hat dann reduziert auf 10 Tropfen. Und er war auch begeistert, eben von der ersten Einnahme weg. Das ist nämlich so cool, weil die Wirkung sofort eintritt. Also das ist nicht erst so wie bei den Vitaminen, wo es bekannt ist, dass man das erste Mal ein paar Wochen nehmen soll, damit da mal wirklich der Vorrat mal aufgefüllt ist und damit die Wirkung eintritt. Das ist beim monatomischen Gold wirklich nach der ersten Einnahme, merkt man sofort, auch bei den Gehirnwellen, haben sie das getestet, verändert sich schon die Gehirnwellen. Und wir haben ja auch mehrere solche Elixiere getestet. Das heißt, wir haben jetzt einen Monat Gold genommen, dann haben wir einen Monat Rejuvenation Elixiere genommen. Da geht es ums schwere Wasser. Das Deuterium wird da rausgeholt aus den Zellen, was ja den Alterungsprozess dann sehr stark vorantreibt. Das ist Deuterium. Wenn das rauskommt, kann man sich verjüngen. Und das ist ganz spannend. Jetzt haben wir im Endeffekt einen Monat lang mit Gold, dann einen Monat lang ohne Gold. Da haben wir den Unterschied wieder gespürt. Und jetzt ist das Monat Rejuvenation wieder vorbei, weil wir sagen, wir machen ja Forschung. Man kann zwar beides gleichzeitig nehmen, aber wir wollten wirklich den Unterschied eben rausarbeiten. Und jetzt freuen wir uns schon wieder, dass wir endlich dieses Gold wieder nehmen können. Genau. Weil sich da einfach was verändert hat. Einfach diese Aha-Effekte, die
da freuen wir uns wieder, dass die wieder weitergehen und wieder zunehmen. Wollen wir den nächsten Fragenden das Wort geben? Das ist dann der Frankie, den haben wir heute noch nicht gehört. Sagen wir mal guten Abend, Frankie. Guten Abend in die Runde. Ja, gib mal Gas für deine Anregung oder Frage, was auch immer. Also meine Frage wäre die, auch wenn man Medikamente einnehmen muss, wollte ich fragen, ob es da Schwierigkeit gibt oder Nebenwirkungen oder Folgewirkungen. Und das zweite ist, wie viel kosten so 10 Milligramm? Ja, also ein Fläschchen reicht für ungefähr einen Monat. Und es geht gegen einen Förderbeitrag von 60 Euro, versenden wir das europaweit kostenfrei. Okay. Und die Frage mit den Medikamenten, ob das eine Wirkung hat, wenn jemand Medikamente nimmt? Es geht immer darum, das im Einklang mit dem behandelnden Arzt zu machen. Und das ist wieder so eine rechtliche Geschichte, ihr kennt das alles, ja. Im Endeffekt, laut dem Hersteller gibt es keine Wechselwirkungen. Das heißt, du kannst dich niedersaufen, du kannst eingekifft sein, du kannst machen, was du willst, ja. Das monoatomische Gold wird immer seine Wirkung haben, ja. Wobei wir nicht empfehlen, das zu tun. Ja, also wir wissen von keinen Nebenwirkungen, aber wir sind eben in der Forschung und wir übernehmen da natürlich keine Verantwortung, das ist natürlich klar. Hier ist jeder in der Eigenverantwortung im Verein und nimmt das auch eigenverantwortlich. Uns ist keine Nebenwirkung bekannt, habe ich noch nie gehört und wir haben wirklich ganz, ganz viele Rezensionen gelesen. Sogar im Gegenteil, ich habe eine Rezension gelesen, der hat gesagt, dass er, mehrere waren das, die haben, waren zuckerkrank und konnten sogar mit den Medikamenten weiter runtergehen, also mit dem Spritzen, glaube ich, oder was weiß ich, Zucker, ja. Ja, mit dem Tabletten möglicherweise, wenn man noch kein Insulinpflichtiger ist, aber die Werte können sich im Allgemeinen möglicherweise verbessern. Ich finde es super, dass ihr das in der Sendung angesprochen habt, dass ihr ein Formular erstmal ausfüllt, den Ist-Zustand festhält, wie ihr euch fühlt, das Ganze der Erfassungsbogen und dann auch diesen Verlauf beobachtet. Natürlich, wenn man Medikamente nimmt, dann soll man immer zu seinem eigenen Arzt hingehen, weil das man dann beobachten soll. Es ist, denke ich, keine Gefahr, das zu tun. Jedoch sollte der Arzt dann darüber informiert sein. So sehe ich das. Und das ist dann die Eigenverantwortlichkeit. Und ja, jetzt sehe ich in der Runde, wir kommen langsam auf die 22 Uhr zu. Vielleicht machen wir nochmal eine letzte Runde hier, Abschlussrunde so in der Art, ein Feedback beziehungsweise eine Frage oder so. Was mich auch interessiert, ist in der Runde, wofür würdet ihr es nehmen? Was ist euer Beweggrund, monoatomisches Gold zu nehmen? Ja, die Frage ging jetzt an euch. Franz Reutinger, Armin, Jenne, Roman und auch die Tünde ist da. Die Tünde ist aber bei mir nicht am Mikrofon. Und der Frankie will was sagen. Ja, also ich würde das Gold nehmen, um meine jetzigen gesundheitlichen Problematiken anzuheben und zu verbessern und vielleicht auch ja wieder fitter zu werden. Herzlich willkommen. Ja, würde jemand anders auch noch was dazu sagen, warum er das nimmt? Ich meine, für mich wäre es dann nur eine reine Neugier. Ich fühle mich toi 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 gut und gesund. Dankeschön. Daran, Gesundheit. Und wenn, dann würde ich mich beobachten, was mit mir passieren würde. Deswegen würde ich das vielleicht dann einnehmen. Und das würde ich gerne festhalten wollen, um den Veränderungsverlauf selbst zu fühlen und zu spüren. Und das ist eben das Geniale. Also es nehmen viele Leute, die jetzt irgendein Problem haben, von wegen, so wie ich kann nicht mehr träumen, ja, oder einer, der nicht gut schläft und was auch immer, ja. Das wäre so das Weglaufen von den Problemen. Aber das Tolle ist, das monoatomische Gold, es braucht jeder, weil ich brauche weglaufen von einer Krankheit oder was auch immer, sondern auch wenn ich der fitteste Mensch bin, es geht um die Bewusstheit. Und ich persönlich glaube, das ist ein Teil des Sinnes unseres Lebens, unser Bewusstsein anzuheben. Und das ist eigentlich so mein Beweggrund, warum wir da jetzt mitforschen. Ja, danke. Da möchte der Armin was sagen und der Roman ist da, sehe ich. Der hat noch nichts gesagt. Roman, dein Mikrofon und dann Armin.
Ja, sehr wichtige Sendung heute wieder. Das monatomische Gold in erster Linie ist einfach so wunderbar, weil es das Bewusstsein anhebt, ja. Das Gold überbrückt einfach die Synapsen. Man ist einfach für Woche in sein Leben und das garantiert dann den kompletten Rest, was noch das Gold kann von Krankheiten heilen und so. Die Krankheiten sind ja nachher nur die Symptome, die dann einfach mit übernommen werden. Weil es eben so klar ist, geht es in die Zelle direkt über. Und darum ist das so toll. Im Mittelalter haben die Leute auch schon gewusst, die Adeligen, manche schon. Die haben das in die Äckern ja auch schon eingearbeitet, einer Blattgold und so, damit es die Pflanze aufnimmt. Es entschlackt, es regt die Synapsen an. Und ich finde es toll einfach, dass man da einmal ein bisschen über das Kollegiale einmal hinauskommt und noch tiefgründiger mit den monatomischen, was ihr euch uns da präsentiert habt. Und die Leistschulen, die taugen auch ganz gut. Also der Klaus und ich haben eh schon alle Freilerner-Art-Typen eh schon mal präsentiert und die Leistschule gehört auch da sehr gut dazu. Und ich will mich einfach nur von der Sendung her bedanken. Fragen habe ich so eigentlich keine. Danke. Dankeschön. Ja, dann gehen wir ja weiter in die Abschlussrunde. Jenne, dein Mikrofon. Germano kommt dann dran. Ich bin ein schlechter Moderator heute. Nein, alles ist gut. Jenne. Ja, also wie gesagt, ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch, weil ich mir das angeguckt habe, wie es halt hergestellt wird. Und dann habe ich noch also eine Sache, also alles diese Sachen, das sind, also man findet tausendfache Berichte über kolloidales Gold und Silber und auch über positive Berichte, aber eben halt nicht über dieses monoatomische Gold. Das ist also schon sehr verwirrend, wenn man ja bedenkt, wie umfangreich das Internet mittlerweile schon ist, dass es da überhaupt keine Berichte drüber gibt. Ja, wann ist das überhaupt entstanden, das monoatomische Gold, die Geschichte? Ist das schon lange? Gab es das schon immer? Und dann kann man ja die Nischenfrage stellen, warum wird da so wenig darüber berichtet? Vielleicht weil es so gut ist. Ich kenne das ja von Herrn Kalker, den man ja leider Gottes gesperrt hat mit MMS und dann hat er ja weitergemacht. Ja, der Pharmaindustrie ein Dorn im Auge. Ist das eine, weil wir ja in diesem System halt leben. Was denkst du, wie ist die Geschichte doch mal kurz? Wie alt ist das schon, dieses Wissen? Also das Wissen ist ur-ur-ur-ur-ur-ur-uralt, von dem monatomischen Gold. Unser Alchemist hat das gelernt vor 30 Jahren in Amerika. Und ja, und er hat das eigentlich wieder zurückgebracht nach Europa. Das ist ja europäische Geschichte. Alchemie kommt ja aus Europa und nicht aus Amerika. Aber nachdem eben bei uns da unser europäisches Wissen an Heilgeschichten und so weiter, das, was die Germanen alle gemacht haben, das ist ja alles vernichtet worden durch den christlichen Glauben und durch die Römer. Es sind ja unsere Druiden und die ganzen Sachen sind ja eigentlich alle kaputt gemacht worden. Und aus dem Grund, ja, taucht es eben wieder woanders auf und kommt wieder zurück zur Wurzel. Und ja, wie gesagt, wer Fragen hat, bitte tragt's euch ein, macht's mit. Ja, ich kann nur jeden einladen. Es gibt natürlich genug, also wir haben wirklich so viele Einträge gefunden. Und zwar gibt es das zum Beispiel auf einer Seite Blaubeerwald. Da könnt ihr auch nachschauen, da gibt es über das monatomische Gold auch genug geschrieben, genug Rezensionen, sicher 100 Stück mindestens. Also seid ihr mal einige Stunden beschäftigt mit den Rezensionen. Und auch bei uns auf der Seite haben wir mittlerweile 5 oder 6 Rezensionen. Wir haben einiges euch erzählt. Wie gesagt, wir sind am Erforschen dieses Elixiers. Ich bin schier begeistert, ich freue mich schon wieder. Wie gesagt, wir waren jetzt bei einem anderen Elixier gerade beim Forschen, beim Rejuvenation, eine Entgiftungsgeschichte, eine Verjüngungskur für die Zellen. Und wir freuen uns beide wirklich schon wieder sehr auf das Gold, auf diese tiefgreifenden Erkenntnisse. Ja, ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Ich kann nichts anderes behaupten Ja, von deinem Elixier. also
Ja, schaut ein bisschen rein in die Referenzen und ja, macht's einfach mit, forscht's mit. Ich meine, da ist nichts verhaut. Also, und vor allem die Erkenntnissteigerung, die ihr da habt und die Lebensqualitätssteigerung. Also kann ich wirklich jedem ans Herz legen, da mit uns den Weg gemeinsam zu gehen. Ja, macht auf Absolut. jeden Fall neugierig, macht das. Und wir sind noch in der Abschlussrunde. Nicht, dass ihr gleich sagt Tschüssi, ne, nur dass ich das sage. Na, natürlich macht das neugierig. Und ja, wenn es so eine alte Geschichte ist, das frage ich mich immer nur noch diese eine Frage, warum man, wie Jenne sagte, zu wenig davon lesen kann im Internet. Warum das Thema, alles ist ja bekannt, nur dieses monoatomische Gold wurde wohl anscheinend nicht wirklich in den Alternativen selbst, in den Medien, wenn man so wenig in Google das eingibt, kaum was findet. Das ist schon sehr merkwürdig. Ja, und gleichzeitig auch gut. Also, ich meine, bei Psiram zum Beispiel, da wird es natürlich verschrieben. Also, da gibt es schon Einträge. Dann online muss man schauen. Also, wir haben ein paar Sachen haben wir auch verlinkt. Da gibt es so Video-Erfahrungsberichte drüber. Es gibt auch den Dr. Novak. Ja, das ist auch, der hat auch zum Beispiel beschrieben, dass eben das Gold so wichtig wäre für die Landwirtschaft. Weil das ist ja nicht nur ein Spurenelement für uns Menschen, sondern ja, auch die Pflanzen brauchen Spurenelemente, damit sie gut gedeihen können. Also es gibt schon einiges. Dann gibt es noch den Ehrensteirer, der Wiedergut, genau, der Manfred Wiedergut, der hat auch ein paar Dinge über das monatomische Gold gesagt. Es stimmt schon, es ist ein bisschen Top-Secret-Wissen. Ja, da der Frank Stoner hat auch was drüber berichtet. Also wenn man ein bisschen sucht, findet man schon. Es ist natürlich auch so, dass der Google-Algorithmus natürlich jetzt nicht diese alternativen Heilmethoden unterstützt. Das heißt, da kann schon passieren, dass du ein bisschen weiter runter scrollen musst, bis du was Brauchbares findest. Es gibt kollidialen Geschichten, die sind schon so allgemein bekannt, die findest du gleich einmal. Aber das wird sehr oft verwechselt und wie gesagt, auch sehr oft steht bei Dingen, wo monatomisch oben steht, ist nicht monatomisch drinnen. Das heißt, das gilt es eben auch zu berücksichtigen. Und wichtig ist auch, die kolloidalen Sachen sind sehr leicht herzustellen. Das lässt sich industriell herstellen. Das monatomische Gold lässt sich in der Qualität industriell nicht herstellen, weil das Herstellungsverfahren einfach auch die Energie des Herstellers braucht. Jetzt kann ich nicht, ich weiß nicht, wie viele Maschinen damit beauftragen, dieses Elixier herzustellen, weil das die Maschine eben nicht kann. Und da sind wir dann wieder bei einer begrenzten Anzahl. Und wir sind da auch immer recht glücklich, wenn wieder eine Lieferung doch ankommt, weil das ja, ja, weil es eben begrenzt ist. Und wir auch, ja, mit dem Hersteller, mit unserem Alchemisten, ja, immer in guter Verbindung sind, aber er kann halt auch nicht zaubern und ist eben da in seiner Person oder in seinem Menschsein einfach begrenzt in der Herstellung. Es macht wirklich nur einer. So Ja. ein Mensch macht das. Super. Und jetzt muss ich sagen, Jenne, ich hoffe, das war okay, ausführlich genug für dich. Ja, natürlich. Wie gesagt, man ist froh darüber, dass da dann noch mehr drüber gesprochen wird und ich hoffe ja, dass da dann noch mehr Erfahrungsberichte von erscheinen, dass man das auch objektiv betrachten kann. Also es gibt hunderte Erfahrungsberichte, wenn du ein bisschen danach suchst, du kannst da tagelang lesen. Also wirklich, also Blaubeerwald brauchst nur googeln und du findest unglaubliche viele Erfahrungsberichte. Ja, ich bin gerade schon über eure Seite auf die Seite gekommen. Danke. Wunderbar, gehen wir weiter zum Frankie. Frankie, Feedback. Ja, dein Abend, wie hast du das für dich empfunden? Und freue mich, dass du heute hier auch Gast warst, Frankie. Dein Mikrofon. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und es war sehr interessant. Bin zwar erst in der letzten Runde mit dazugekommen, aber es hat sehr interessante Sachen gegeben, die mich vielleicht überlegen lassen, dieses mal zu testen. Und ja, eine Frage wäre noch im Raum gestanden. Wie sehen viele
niedergelassenen Ärzte, die sozusagen die normale Medizin lehren oder bei den Heilungen dabei sind. Wie sehen die das mit diesem Silber? Sonst vielen Dank für alles. Auf Wiedersehen. Also bei uns geht es heute nicht um Silber, sondern um Gold, und zwar monoatomisches Gold. Wie sollen Ärzte das sehen? Ja, es ist so eine Sache. Ich meine, sie haben keine Ahnung davon, dass es überhaupt existiert, die meisten. Ich kenne jetzt persönlich keinen, der damit schon Erfahrung hätte, ein Arzt oder ein Arzt, der sich dafür interessieren würde, habe ich im Moment keinen parat. Aber ist natürlich möglich, dass Ärzte damit arbeiten, das weiß ich nicht. Energetiker auf jeden Fall. Ja, also es ist eine Sache von, wie stehen Ärzte zu Vitaminen. Ein Bekannter von mir liegt im Krankenhaus mit einem Herzproblem und nimmt Vitamine ein. Und die Ärzte sagen, er darf die Vitamine nicht einnehmen. Die könnten ja eine Wechselwirkung haben mit den Medikamenten. Ja, interessant. Die Frage für mich ist immer, wie offen ist der Arzt für komplementäres Denken? Darum geht es letztendlich. Und dann kann man auch sehen, wie ein offener Arzt der Pharmaindustrie, der Schulmedizin, wenn er sich öffnet in seinem, ja, in seinem komplementären Denken, ja, dann ist er auch offen gegenüber den Themen. Genau, es geht wirklich um Ganzheitlichkeit. Also bei den Ärzten ganz genauso. Ich meine, die sind ja auch manipuliert. Wir dürfen das nicht vergessen. Es geht um, es ist, die Manipulation ist weltweit im Gange, zwar überall. Und die Ärzte, die sind ja natürlich auch manipuliert von der Pharmaindustrie. Ich meine, die werden in der Ausbildung schon dahingehend ausgerichtet, dass sie möglichst ja, viele Medikamente verschreiben und so weiter. Ich meine, wenn mir ein Arzt erzählt, es geht bei den um die Nebenwirkungen von den Vitaminen und schießt aber, ich weiß nicht, wie viele wirklich schwere Medikamente in den Körper rein, die massivste Nebenwirkungen haben, angefangen von Venenentzündungen und ich weiß nicht was. Dann ist wirklich die Frage, die Menschen sind einfach ganz, ganz schlimm manipuliert. Und sie sehen es nicht einmal. Ich meine, es ist so offensichtlich. Ich meine, hey, das ist ja offensichtlich. Kann man das nicht sehen? Na, der kann es nicht sehen. Und deswegen bin ich da total vorsichtig. Also, wenn es um Ärzte geht, vor allem. Weil, ja, es gibt solche und solche. Ja, das darf man auch sagen. Es gibt die solche und solche. Ich habe es fast 25 Jahre erleben dürfen. Es gibt wirklich gute Ärzte, aber auch viele Ärzte, die wirklich auch gar nicht wollen, sich einfach nur an ihren, ja, Hamsterradl, so sage ich mal, halten. Das heißt auch, ihr dürft auch erkennen, dass es mehr gibt als nur das eine. Denn die Welt ist vielfältig und daran sollte man auch festhalten und auch so schauen in die Welt und nicht sich immer nur verführen lassen, ja, vom Lobbyismus, vom Geld und so weiter. Denn hier geht es um den Menschen, hier geht es um unsere Gesundheit und ja, und unser Wohlbefinden, das, was wir ja eigentlich, nicht eigentlich, lass mal wieder weg, alle haben wollen. Sehe ich so. Und wir haben noch einen Abschlussgast, lieber Andreas, und das ist der Franz Reutinger. Danke auch dir, Frankie. Ich hoffe, ich habe euch nicht jetzt unterbrochen. Wolltest du noch was ausführen, oder warst du fertig mit deinem Wort? Ja, passt schon. Super, super. Dann sage ich Franz Reutinger, dein Abend, wie hast du es empfunden? Und vielleicht dann noch eine Abschlussfrage. Und dann kommen wir nochmal zum Andreas und ich freue mich. Ja, danke. Ja, Gratulation für eure Begeisterungsfähigkeit. Eine wichtige Information, um die Leute zu bringen, die offen sind. Ich bin noch ein bisschen, ja, direkter als du. Wir sind nicht manipuliert, wir sind hypnotisiert. Das ist für mich einfach ein schöneres Bild. Auf der Bühne, wenn wir im Theater sind und den Hypnotiseuren zuschauen, wie die Menschen hypnotisiert werden auf der Bühne, ja,
Die machen das, was die Hypnotiseure machen. Und da sind wir dann, oder ich oder wir sind einfach eine, ja, die Zuschauer. Wir haben uns getraut, von der Bühne herunterzugehen und schauen zu und rufen zu. Du, dein Arm, du kannst dich bewegen, du kannst dich bewegen. Und die Hypnotisierten sagen, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und wenn man so hypnotisiert sind, und, ist das einfach, ja, nur eine Richtung, die Leute zu finden, die von der Bühne heruntergestiegen sind und sich im Zuschauerraum unterhalten über Ganzheitlichkeit, die offen sind und so weiter. Also sehr, sehr interessant. Ich werde höchstwahrscheinlich ein Fläschchen bestellen, weil ich werde das radionisch testen. Ich arbeite seit langen Jahren mit Radionik, auch individuell, und werde das austesten. Eine andere Frage noch, wie heißt dieser Alchemist? Weil es ist auch eine sehr wichtige Komponente, dass die geistige Ebene dieses Alchemisten eine gewisse Rolle spielt. Gibt es da einen Namen? Gibt es einen Produktnamen? Ja, wenn du ein Mitglied wirst, dann kannst du das alles besprechen beim Zoom-Meeting. Da triffst du ihn nicht persönlich. Da ist er dabei beim nächsten Zoom-Meeting. Wenn du jetzt eine Flasche bestellst, dann ist er sowieso dabei. Dann kannst du die Dinge alle fragen. Also wir wissen jetzt nicht, ob wir solche Informationen in seinem Sinne weitergeben sollen. Okay, danke. Eine andere Frage hätte ich noch zu den interessanten Klangimpulsprojekten. Also ihr habt die Feststellung gemacht zwischen dem Unterschied stadtgeprägte Kinder und landgeprägte Kinder. Wir sind ja noch in einer verschärfteren Situation, speziell in Großräumen, in Großstädten, mit dem Integrationsthema von Kindern, die ja bei uns in die Schule gehen. Die Erfahrungen, das Integrationspotenzial mit Klangimpuls, welche Wirkung hat das? Ja, mal durchaus. Also die Wirkung von Klangimpuls ist, dass einfach die Klassengemeinschaft, dass die verbessert wird, dass die Konflikte besser lösen können, dass es ein besseres Miteinander gibt, dass sie Ideen bekommen, Spiele zu spielen, wo es nicht immer nur um Gewinnen und Verlieren geht. Ja. Vor allem die jungen Menschen lernen sich anders kennen. Also nur als Beispiel, dieses ursprüngliche Spielen, Original Play, das verwendet man sehr häufig, um einzusteigen. Also zum Beispiel die Schule, die wir jetzt im Sommer haben, die haben wir jetzt das zweite Mal. Mhm. Das zweite Mal, ja, eigentlich unglaublich. Aber es ist so eine große Vertrautheit. Ja, wir haben die heute das zweite Mal gehabt, letzte Woche war das erste Mal. Aber durch unsere Technik, mit Original Play zum Beispiel, über den Körperkontakt, also wir sind bei der ersten Einheit wirklich in Körperkontakt mit den jungen Menschen. Und darüber baut sich so unglaublich schnell eine Vertrautheit auf, die ein Lehrer wahrscheinlich nach 4 Jahren nicht erreicht. Weil der darf es ja gesetzlich nicht einmal berühren. Ja, das heißt, alleine da gibt es eine unglaubliche Veränderung von den jungen Menschen und auch untereinander, weil man die Schüler, die berühren sich ja untereinander auch kaum. Aber alleine über diese Technik baut sich auch eine Vertrautheit in der Gruppe und sehr, sehr schnell auf. Ja, super, danke. Mach weiter so. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und danke für den schönen, interessanten Vortrag. Tschüss. Vielen Dank, Frank. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, alles gehört. Gibt es noch was ich vergessen habe? Ich denke mal, so für mich, wenn ich das so verstehe, ihr habt heute über die Schulen gesprochen, ihr habt über das Wasser gesprochen und das Herzfahrrad. Und alles zusammengesehen geht's auf Gesundheit, Erneuerung, andere Möglichkeiten wieder. Auch wenn der ein oder andere denkt, du hast es ja auch gesagt, ne, eine verkaufen, darum geht's nicht. Es geht um das Bewusstsein schärfen. Der Andreas hat auch den schönen Gaudi gemacht und man sieht, er ist aktiv, setzt sich für die Sachen ein. 300 Schüler zu haben, ist nicht ganz ohne.
Und etwas, was ich heute noch nicht kennengelernt habe, ist dieses, wie heißt das noch ganz genau? Genau. Monoatomisches Gold. Monoatomisches Gold. Genau. Nee, und mich hat es neugierig gemacht und ich hoffe, den einen oder anderen auch. Wichtig ist, so finde ich, einen Ist-Zustand zu machen. Das sollten wir viel öfters machen. Was macht uns was, wenn ihr auch eine Kur macht oder irgendwas? Und so ein Fragebogen finde ich sehr wichtig und dann später wieder den Fragebogen vor sich zu haben und mal schauen, was sich da verändert hat. Das finde ich spannend und zum Forschen gibt's ja was. Und ja, und ich hoffe, dass wir da auch noch Antworten weiterbekommen. Ja, Andreas, ich habe mich wohlgefühlt und habe auch was mitgenommen, wieder was Neues, und zwar sogar zwei neue Dinge. Und ja, eigentlich drei. Alles waren drei Themen mit Ergänzung zu meinem Horizont, so sage ich jetzt mal. Danke dafür. Ja, ich möchte auch noch was sagen, und zwar, ich lade euch alle herzlich ein, dabei zu sein am 5. August eben bei diesem Zoom-Meeting. Tragt euch ein, werdet Mitglied bei uns und bei unseren Forschungsprojekten und schaut, was sich verändert und wie wir miteinander wachsen können. Und ich finde es so wichtig, dass wir miteinander wachsen, weil es macht wenig Spaß, wenn einer von der Bühne runtersteigt und die anderen bleiben oben und dann ist jeder vereinzelt irgendwo in einem Eck von der Bühne herunten. Es ist wichtig, dass die herunten stehen, dass die sich treffen und weiterentwickeln und immer mehr werden. Und da finde ich, ist es wichtig, dass man sich gemeinsam, dass man sich trifft. Und wenn es eben in einem Zoom-Meeting ist, da ist es eben ganz egal, auf welchen Flecken der Erde, dass man gerade steht, ist man in Amerika oder in Deutschland oder in der Steiermark oder in Niederösterreich oder ja, und es ist auch mit dem Handy möglich. Also dieses Zoom-Meeting ist wirklich ganz einfach. Man bekommt den Link zugeschickt und braucht nur draufdrücken und kann eben mit dem Handy oder mit dem Computer dabei sein. Das App lädt sich ganz von alleine dann runter. Das ist alles easy cheesy zu meistern. Ja, und genau, damit auch viele Menschen davon profitieren, bitte schickt sie Links weiter. Schickt es an Menschen, wo sie denkt, hey, das wäre was für den oder für die, um sie weiterzubringen, um sie zu unterstützen. Also denkt nicht nur an euch, soll ich nicht, sondern wer braucht das noch? Schickt die Links weiter, empfiehlt das Herzrad weiter, Klangimpuls und das monatomische Gold und macht es einfach mit. Das Allerwichtigste ist, dass man einfach gute Projekte unterstützt. Super, 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 super. Ja, der Abend geht zu Ende und ja, und Berichte drüber. Wir haben die Artikel, da haben wir auch heute die Sendung angekündigt, Dr. Andreas Unterswäger und Frau Magister Bianca Maria Emrich, habt ihr gerade gehört in der Sendung. Und ja, schreibt einfach mal entweder an die Homepage von www.seimensch.net und sonst an office@oketalk.com, wie ihr es gefunden habt, eure Erfahrungen, und da freue ich mich sehr. Ja, in dem Sinne machen wir jetzt mal Schluss. Morgen geht es bei uns im Programm natürlich wieder weiter. Ich habe es ja schon angekündigt, da sind die Indianer bei uns unterwegs und die Schwingungen universelle Harmonik. Zwei klasse Sendungen, denke ich, die auf uns zukommen. Hilf Mutter Erde ab 18 Uhr und dann ab 20 Uhr der Andreas Klintzig für universelle Harmonik. So, in dem Sinne sage ich Tschüss, wir winken alle raus. Und lasst es euch da draußen gut gehen. Der letzte Song, den wir hier einspielen, Nachtdoc, wer noch Lust hat, ist natürlich auch noch eingeladen. Das habe ich vergessen, jetzt aber gesagt. So, und als letzten Song, da habe ich es schon. Das ist Elfi, Doppelleben. Und lasst es euch gut gehen, teilt das Band. Das ist wichtig. Rechte Maustaste im Archiv und Link kopieren. Ihr dürft, ja, wir wollen es. Danke dir. Tschüss. Und Musik ab.